willkommen bei unserer zweiten Warp Talk Runde. Ja, wir haben jetzt endlich einen Namen dafür. Das lief einfach mal so abends. Ich habe gesagt, wir brauchen einen Namen dafür. Wie wär's mit Warp Talk? Am nächsten Tag hochgeladen, Warp Talk. Ja, nice. Heute mit dem lieben Manni. Hi. Und dem lieben Flo. Moin. Und hier kommt das Intro. Wir sind wieder da und unser heutiges Thema ist die 9. Edition. Viele Spekulationen gab es ja bis vor kurzem noch. Hier und da kommen jetzt langsam die Leaks raus. Ich würde mal sagen, wir steigen direkt mal ein bisschen in diesen kompetitiven Bereich ein und fangen mal bei dem größten Scaling an, denn das größte Scaling wurde nämlich jetzt verändert. Wir sind nämlich jetzt von der Plattengröße runtergegangen. Mhm. Lieber Manni, du als Turnierspieler. Was willst du uns dazu sagen? Nicht nur der Manni. Also was ich direkt dazu sagen möchte, ist eingangs das, was auch GW sagt, wie es schon immer war, das wird die beste Edition. Warten wir mal ab, was passieren wird. Bis die 10. Ja. Auf jeden Fall denke ich, kleinere Platten wird den Nahkampfarmeen wieder so ein bisschen einen Vorteil geben. Was die Fernkampfarmeen angeht, ja, haben wir da Dinge, was so drumherum ist. Also ich persönlich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich glaube, dass wir mit kleineren Platten wahrscheinlich wieder mehr Gelände auf diesem kleinen Geschehen haben und dann sind wir dann natürlich schon an dem Punkt, dass es schon interessanter sein könnte. Also ich bin ganz offen für das Thema bis dato, habe da also noch gar keine Meinung, die jetzt sagt, dass das konstant schlecht ist, vor allem, weil ich auch viele andere Spiele neben Warhammer 40k gespielt habe, die generell kleinere Platten haben. Von daher sage ich da, ja, warum nicht? Ich glaube ja, das macht nicht viel Unterschied zu dem, was wir bisher kennen. Also die Turnierveranstalter freuen sich vielleicht zum Teil, dass sie jetzt ihre Mini-Platten auspacken können und ein bisschen mehr Turnierspieler bekommen. Aber ja, ich glaube im Großen und Ganzen macht das keinen großen Unterschied. Wir haben in der Regel diese 48x48 für kleine Spiele gehabt. Stimmt. Und die 48x72 Zoll für große Spiele. Und ich glaube auch nicht, dass sich das groß ändern wird. Die Leute werden sich nicht extra neue Platten zurechtbasteln, denke ich. GW hat uns ja selbst die Freiheiten gegeben und das ist ja das Schöne daran, wir können uns sozusagen aussuchen, auf welcher Plattengröße wir spielen wollen, wobei das auf Turnierstandard gesehen immer wieder fest, also es wird wahrscheinlich so bleiben, wie es bisher ist, nehme ich stark an, einfach der Einfachheit halber und ansonsten kann halt jeder machen, was er will im Endeffekt. Es wurden ja jetzt hier auch ein paar Missionen geleakt, die jetzt mit in dem Buch drin sein werden. Ja. Ich habe die jetzt noch nicht mehr ganz im Kopf, weil die hatten ja auch diese Startpunkte der einzelnen Armeen angegeben, wo die Ziele stehen und so. Ja. Hatte man da auch einen Marker, wie breit das in der Mitte sein wird? Also bleiben die Zonen jetzt 12 Zoll groß? Ich habe nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht so gesehen. Und ich glaube persönlich, dass das auch noch nicht so ganz so eindeutig ist. Das ist halt das große Thema. Ich meine, da ständen keine Maße bei. Das hätte GW nämlich extra weggelassen. Deswegen, also man noch stets offen. Mhm. Man noch stets offen. Ob jetzt 24 Zoll zwischen den Armeen sind oder ich befürchte eher 20. Hm. So, wenn es 20 sind, dann wird First Turn Charge gerade mit so Imperial Knights Sachen oder sowas sehr wahrscheinlich. Armiger, rennen, Strategien, chargen. Da hast du locker einen 7 bis 8 Zoll Charge, wenn du gut würfelst. Umso wichtiger wie der Screen. Ja, ich meine, wir müssen ja sowieso generell erstmal abwarten, was bedeutet das. Um auf deinen Kommentar einzugehen, frei nach dem Motto, wird sich da was ändern in der Spielweise? Ich denke schon, doch, ich glaube schon, weil halt eben genauso Sachen wie 20 Zoll ein Thema sind, weil es halt also nicht da ist. Und da wird das vielleicht für Nahkampfarmeen interessanter, auch eben auf diesen Rüstungsbonus zu verzichten und dann vielleicht einfach trotzdem anzukommen oder sich hinter irgendwelchen obskuren, ich sag mal, Geländestücken zu verstecken, wird nicht mehr so einfach. Ja. Ja, das Gelände, ne? Also ich meine, das ist ja das Zusammenspiel von allem. Wir haben die Platte, wir haben das Gelände, wir haben die Missionen und das muss man natürlich alles im Zusammenhang sehen, ne? Wir können das halt schlecht alles voneinander getrennt betrachten, also müssen wir schauen, wie sich das in Zukunft verändern wird. Aber ich bin halt der Meinung, weil ich denke halt einfach, dass Turniere oder gerade Turnierveranstalter, Organisatoren werden mit Sicherheit nicht extra neue Plattengrößen
etablieren? Glaube ich nicht, glaube ich kaum. Vor allem, ich denke, man wird sich da ein bisschen arrangieren. Wir kennen das auch schon selber so ein bisschen, dass wir beispielsweise das Problem haben, das ist auch im Moment noch so, in der achten Edition ist es ja noch so, ich habe schon zu viel hinter mir. Das ist Gil im Leben wieder. Das ist doch nicht weiß. Ich muss sagen, das Ding ist, wir hatten ja schon die Probleme, die fangen ja schon an, wenn man 48x48 spielt, weil auf Turnieren ist es dann so, da muss man gucken, ja, wir haben ja diese 6 verschiedenen Aufstellungsformate und da muss man dann schauen, ja, wie wird das denn dann genau gemessen bei dem einen oder anderen Format, ist es nämlich immer nur auf diese 48x72 Zoll ausgelegt gewesen. Deswegen glaube ich, wenn ich da ganz kurz reingerätschen darf, also bitte nicht das Wort, ich glaube tatsächlich, dass es für jedes Size-Game, also 500.000, 2.000 Punkte, eine komplett eigene Tabelle geben wird. Das ist meine Vermutung, weil das wird auch absolut Sinn machen, weil du hast dann eben vielleicht genau diese 20-Zoll-Geschichten, 24-Zoll-Geschichten, also das ist schon eine ich glaube, ganz, ganz interessante Kiste. Vor allem, wenn du jetzt Hardcore-Wargamer bist und du spielst unterschiedliche Systeme und viele Systeme haben ja diese 48x72 Zoll, deswegen keiner wird sich jetzt extra eine neue Matte kaufen, neue Platte kaufen, Gamemat, portable Matten, portable Tische von unterschiedlichsten Herstellern, die bringen jetzt nicht alle extra neue Tische raus, nur weil GW sagt, hier, hör mal, das ist unser errechnetes Maß, das haben wir irgendwie festgelegt, aus obskuren Gründen, warum auch immer. Das wird sich nicht großartig ändern. Im Notfall werden halt die Maßen von den aktuellen Platten irgendwie angeglichen. Ne? Da wird dann irgendwas abgetrennt und dann. So eben. Ja, ich sehe das schon mal. Ganz eindeutig vor mir, wie der Dominik meine Matte mit seinem Cutter besitzt. Also von daher. Alter, diese Matte kriege ich sowieso nie in die Verpackung rein. Ey. Da habe ich jetzt euch auch mit Julian rum vorweg. Naja, ist ja was anderes. Ja. Aber wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, wo wir bei Matten und bei Spielfeldern sind, Terrain, ein bisschen was wurde ja geleakt. Ja. Wir haben uns das mal so grob durchgelesen. Da sind auch ein paar Sachen aufgetaucht, so kleine Stichwörter bei den Geländesachen. Also so wie ich das verstanden habe, wird es anscheinend eine Liste von Gelände geben. Ruinen, Container, Berge wurden explizit angesprochen. Ich denke mal, es werden noch Wälder oder irgendwie sowas kommen. Es werden mit Sicherheit, es gab ja damals dieses Gelände, was du kaufen konntest, Sumpf oder Minenfelder oder sowas. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas vielleicht auch noch kommen kann. Mhm. Die werden Stichpunkte bekommen, extra für Turniere, damit man sagen kann, dieses Gelände hat Obscuring, dieses Gelände hat Defensible, wie auch immer. Mhm. All diese Stichwörter werden jetzt explizit an diese Gelände drangeheftet. Finde ich echt gut. Macht diese Hausregeln relativ obsolet, teilweise würde ich sagen. Ja. Und auch ein bisschen über die Höhe wurde jetzt schon gesprochen. Da wurde jetzt die magische Grenze von 5 Zoll angesprochen, ab 5 Zoll. Ich glaube, Manni, du hast dir das... Ja, es läuft das durchgelesen. Es geht vor allem um das Obscuring oder das Obscur-Regel-Gelände, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich glaube, was er mit am besten findet tatsächlich, ist die Tatsache, dass er halt, wie du es schon gesagt hast, Stichwörter, Keywords für Geländestücke hast. Also wir als Turnierspieler finden das ja immer besonders schön, wenn du dann irgendwo sagst, ich habe keine Ahnung, Geländestück A, da ist ein Aufkleber drin, per Definition 1, 2, 3 und da bist du schon ziemlich, ziemlich wieder an dem Punkt, dass das alles eindeutig ist. Jetzt zu dem ganz neu geleakten fand ich ganz interessant mit den 5 Zoll Höhe, wobei der Flo und ich da uns auch schon gerade eben ein bisschen in die Köpfe gekriegt haben, was bedeutet das? Bedeutet das, dass wenn ich ein Geländestück habe, wie zum Beispiel jetzt den Bunker hier vorne und ich klebe da jetzt noch eine Fahne dran, die, ich sag jetzt mal, auf 5 Zoll hoch geht, ob ich mich dann dahinter verstecken kann mit... wäre der höchste Punkt des Geländestücks. Naja, im Endeffekt wäre es ja nicht Teil des Geländestücks. Wenn da jetzt Tonnen draufstehen, gehört es nicht zum Geländestück. Dann sind die Tonnen nochmal was Eigenes. Weiß ich nicht. Das heißt, die haben ja extra in diesem Artikel geschrieben, du kannst kombinieren. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt auf diesem Gelände draufstehst und da stehen nochmal extra Tonnen, würde ich die Tonnen einzeln behandeln. Das wäre dann aber meine Hausregel. Ja. Ne? Das ist dann halt auch ein bisschen der gesunde Menschenverstand. Da muss man vorher festlegen, wie groß ist das Geländestück? Sagt man, das ist Obscuring oder nicht? Ja. Und dann ist es gut. Ja. Aber was ich auch geil fand, ist, dass die diese Modelle 18 Wunden und mehr haben die explizit nochmal angesprochen. Ja. Das heißt, wir haben ja was vorbereitet. Wenn du jetzt ein Gebäude hast, das natürlich deutlich höher ist als diese angesprochenen 5 Zoll, und du hast einen Knight,
Ist ein bisschen weit. Oh, er ist weg. Ja. Nein, ist er nicht. Du kannst trotzdem auf diesen Knight draufschießen, weil er mehr als 18 Wunden im Maximum hat. Das weiß ich eben noch nicht. Doch. Das ist halt das Thema. Doch, das stand doch. Ja, das stand grundsätzlich da. Das ist das, was wir uns zwar gerade eben so diskutiert haben. Das Problem ist, wenn du vom Modell her keine Sichtlinie zu ihm ziehen kannst, genau, musst du auch nicht draufschießen. So wäre es eigentlich, so, das ist das Ideal. Also ja, du kannst theoretisch. Sichtlinien werden immer noch da bleiben, aber es ist halt ziemlich unwahrscheinlich, dass du den hier nicht sehen kannst. Also er bekommt jetzt kein Deckungsfuture oder sowas. Ne? Das meinen wir jetzt damit. Also wenn du den nicht sehen kannst, kannst du nicht sehen. Ganz eindeutig. Aber wenn der jetzt praktisch hier so um die Ecke lugt und der Flieger steht hier mit seinen Laserkanonen, kann er den einfach angreifen. Ohne jetzt irgendwelche Hit-Modifier, Rüstungsmodifier oder sonst was. Zumindest steht da immer noch nichts. Ja. Ich meine, es kann natürlich immer noch irgendwas kommen. Ich glaube persönlich, dass was ganz, ganz wesentliches Ding ist, wo es interessant wird. Wir haben tatsächlich mal eine Breite einer Linie, soll heißen, wenn Line of Sight gezogen wird, 1 Millimeter. Hoppala! Hat sie überlebt. Ja, transportmäßig. Line of Sight mäßig tatsächlich so ein Thema, dass wir sagen, die muss 1 Millimeter breit sein. Weswegen halt eben genau diese Themen aufkommen, wenn ich jetzt halt eben so ein 5 Zoll Geländestück habe für dieses extra Beispiel Obscur, was ich sag mal Fenster hat, wo du dann mit dieser 1 Millimeter Line doch was machen kannst. Das ist halt eben so ein Thema, ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall wieder spannend, ja. Von daher. Wobei da waren ja auch ein paar Stichwörter drunter. Ja, Sie haben es jetzt etwas genauer definiert, als Sie es früher definiert haben, mit dieser 1 mm Breite. Aber im Großen und Ganzen, aus spielerischer Sicht, wird sich da nicht so viel tun, weil das Problem wird nach wie vor sein, du kannst die Sichtlinie ziehen, ja oder nein. Kannst du sie ziehen, kannst du auch auf das Ziel schießen, kannst du sie nicht ziehen, dann kannst du nicht drauf schießen. Das ist halt die eigentliche Regel. Und diese 1 Millimeter sind einfach nur noch mal eine Definitionssache, weil die halt vorher nicht festgelegt waren, so gesehen. Aber ich sag immer, also bei Turnieren gerade auch, wir gucken das uns ja alles aus ein bisschen aus kompetitiver Sicht an. Man muss halt gucken, einfach, dass man sich vorher mit seinem Gegenspieler abspricht und dann kann man das auch entsprechend handhaben. Also natürlich gibt es immer mal wieder Diskussionen. Ich kann dich noch sehen, nein, du kannst mich nicht sehen und so weiter und so fort. Aber vielleicht hilft ja jetzt diese 5-Zoll-Regelung ein bisschen dabei. Ja. Müssen wir mal schauen. Oder wir gehen in Warhammer Fantasy-Zeitalter zurück und haben wieder Laserpointer am Tisch, ja, wo wir eben ganz klar durch die Linien ziehen. Ja, die kenne ich noch aus dem Turnier, ganz fürchterlich. Hatte neulich mal einen dabei, gegen den ich gespielt habe. War eigentlich gar nicht so unclever. Nein, ist es. War eigentlich gar nicht unclever. Aber wir haben ja eine wichtige Sache noch gar nicht angesprochen zum Thema Gelände. Mhm. Das ist die Deckung. Wir haben nämlich jetzt zwei unterschiedliche Arten von Deckung. Weiche und harte Deckung. Das erinnert so ein bisschen an Fantasy war das. Ja, wo haben wir Fantasy? Da gab es das auch. Nur dieses Mal anders. Und zwar, weiche Deckung ist nach wie vor ganz normal, wie wir das bisher kennen. Wenn eine Einheit in Deckung steht, bekommt sie +1 auf ihren Rüstungswurf, wenn sie beschossen wird. Wobei wir jetzt gelesen haben, dass das sich wohl mittlerweile auf Modelle bezieht und nicht mehr nur auf Einheiten. Da müssen wir nochmal genauer gucken. Also so, was ich bisher aus dem Leak herausgelesen habe, bezieht sich diese neue Regelung jetzt auf Modelle und nicht auf Einheiten. Ich glaube aber, dass GW da extra noch so diese große Überregel für das Gelände noch nicht ganz rausgebracht hat. Da wird noch was kommen. Wir sind halt jetzt noch ein bisschen blind. Wir spekulieren hier gerade. Ja, natürlich. Aber, und das ist halt ganz gut, es gibt mittlerweile auch noch eine zweite Geländeregel, und zwar harte Deckung. Und harte Deckung profitiert, beziehungsweise davon profitieren tatsächlich jetzt mal angegriffene Einheiten, und zwar im Nahkampf. Also jetzt gibt es außerdem noch Deckungswürfe für Nahkämpfe. Die Einheit, die im Gelände-Feature steht, oder sagen wir jetzt einfach mal die Modelle, die da drin stehen, die profitieren von einem Deckungswurf auch gegen Nahkampfattacken. Nicht der Angreifer. Allerdings, und so haben wir das jetzt auch verstanden, wenn beide Einheiten, die sich im Nahkampf befinden, schon eine Runde lang im Nahkampf befanden, also keiner der Angreifer ist, profitieren beide davon. Also das heißt, es wird jetzt auch im Nahkampf eine Rolle spielen, ob man im Geländestück steht oder eben nicht. Das kann natürlich auch dazu führen, dass gerade mal so imperiale Soldaten oder anderes Kanonenfutter plötzlich sehr viel mehr aushält. Ja, mit einer Vierer. Meine Chaos Space Marines, ein Fünfer-Trupp, kann nicht mehr einen Zehner-Trupp von diesen normalen Soldaten im Graben töten. Und jetzt also ist schon mir mal umso mehr okay. Den DS auf meine Kettenschwerter. Das kommt. Als Chaos-Spieler. Das kommt. Den wünsche ich mir. Das kommt. Werde ich mit dir.
Ja, aber es spiegelt auch so einen schönen Realismus wieder. Weißt du, wenn du dir überlegst, dass die Häuserkämpfe, profitieren beide davon nicht mehr wie früher, dass du sagst, okay, gar nichts. Ja, weil das ist ja das, was wir über die letzte Edition sagen können, dass die Regeln für Gelände ja extrem fragwürdig waren. Hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Ja. Das ist ja wieder das mit den Hausregeln. Wir haben uns einfach ein Portfolio an Hausregeln angeschafft, mit denen jeder von uns gespielt hat. Ich kann mich nur erinnern, ich habe bei euch zu Hause gespielt, ich habe beim Julian zu Hause gespielt, wir haben hier natürlich sehr viel gespielt. Und jeder Haushalt hatte jetzt eigentlich immer so seine eigenen Hausregeln, so nach dem Motto, übrigens, dieses Gelände macht das und das, ist doch okay für dich. Ne? Ihr kennt es, ne? Ihr kennt es. Wird hoffentlich nicht mehr ganz so oft gesagt werden, weil man musste immer kurz überlegen, Moment, okay, bei mir ist das anders, aber er möchte das gerne so, machen wir es halt so. Ja. Ja. Man muss einfach sagen, in der 8. Edition waren Geländeregeln so gut wie nicht existent. Ja. Also man musste dermaßen viel Hausregeln, gerade wenn man aus der 7. kam und wirklich viele Regeln noch gewohnt war, in vielen Bereichen, da wurde so viel gecuttet und irgendwie hat GW Gelände nie so richtig in den Fokus genommen in den letzten 2 Jahren. Ich weiß auch nicht genau warum. Wobei wir alle hofften, dass bei Vigilus eigentlich mal was rumkommt, weil die das ja so mega geleakt hatten. Hier, wir machen Stadtkampf, eigene Szenarien. Dann hatten die diese Seiten fotografiert, wo teilweise Sumpf hatte diese eigenen Regeln, diese Elder, Wälder hatten ihre eigenen Regeln und dann hieß es, ja, aber nicht im kompetitiven Bereich, macht euch keine Sorgen. Und das war dann auch wieder so, danke GW, für nichts. Also ich habe mich mega drüber aufgeregt irgendwo. Nein. Ich meine, ich fand das immer ganz cool. In den Spielen benutze ich ja ganz gerne diese zusammensteckbaren Straßen, die ich gerne aufbaue. Und ich finde halt diese Regel cool, Motorräder fahren immer auf diesen Straßen mit vollem Boost, einfach weil sie da geilen Grip haben. Ja? Finde ich geil. Ja? Oder generell Fahrzeuge, direkt, du musst nicht würfeln, direkt 6 Zoll mehr. Fand ich geil. Dazu muss man sagen, Motorräder fahren immer den vollen Boost. Aber Fahrzeuge meine ich jetzt so im Allgemeinen. Ihr versteht, was ich meine, worauf ich hinaus will. Kann schön noch aussehen, muss ich sagen. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, Terra warten wir erstmal noch ab, was die neue Edition bringt. Einen kleinen Vorgeschmack haben wir bekommen, gefällt uns bis hierhin. Und ich will da noch unterm Schliff gut. Eine Sache will ich tatsächlich noch mal ganz kurz, die mir jetzt auch tatsächlich jetzt auch im Gespräch gekommen ist, gehen wir wirklich auf das Thema Model ein. Könnte es durchaus sein, dass Monster, Panzer, Fahrzeuge alle Gelände mit nutzen können. Mm. Die Frage, die dann rauskommt, ist, erstes OG, zweites OG, nur Basement, nur Top. Das ist ja das, was wir uns in der, wo man sich ja in der 8. eigentlich wirklich permanent ärgern konnte, dass der Schwarmtyrann es nicht hingekriegt hat, Space Marines im 2. Stock umzubringen, weil es einfach nicht ging. Er hat sich überlegt, nö, da gucke ich lieber böse hoch. Eine Knights-Liste konnte nicht auf Augenhöhe kämpfen. Ja. Das war der größte Schwachsinn. Dass es dafür extra ein Strategien geben muss, weiß ich auch nicht. Ja. Also ja. Vor allem dann konnten es natürlich die Imperialen wieder, aber die Chaoten nicht. Ne? Die konnten einfach nicht in das Fenster greifen. Da sind so viele Stacheln dran. Da kommst du nicht durch das Fenster. Ja, wir haben der Dinge, die da kommen. Das ist absolut richtig. Wir gucken mal. Ja. Was allerdings jetzt auch schon gesagt worden ist, Punkteanpassungen. Zu den Punkteanpassungen. Es wurde ja ein bisschen was geleakt. Space Marines, zumindest die Primaris Marines, die jetzt da von GW geleakt worden sind, 2 Punkte teurer. Ich glaube, die kosten 18 pro Stück. So ein normaler Intercessor wird auf 20 standardmäßig angehoben. Ja. Und Kultisten und imperiale Soldaten wurden auf 6 Punkte im Schnitt angehoben. Heißt, GW hatte, glaube ich, gesagt, irgendwie, es wird definitiv alles wird teurer. Mhm. Oder zumindest nichts wird billiger, haben sie gesagt. Mhm. Ja? Ich würde jetzt aber sagen, gerade Fahrzeuge, Monster und alles, was so in diese Richtung geht, titanische Einheiten, werden um einiges teurer. Ja. Gerade weil GW uns schon einen kleinen Vorgeschmack gegeben hat auf die ganzen extra Regeln, die es da geben wird. Big Guns, Never Tire, Blast Weapons, Schießen im Nahkampf, wie auch immer. Ja. Die Sachen werden mit Sicherheit teurer. Das mag den einen gefallen, die anderen werden es hassen. Aber ich meine, im Grunde genommen macht es nur Sinn. Ja, ich meine, warum sollte so ein Lehman Russ, der einfach ausgestattet ist mit Flamern, sich denken, ich kann meine Flamer nicht schießen, weil 30 Formaganten um mich rumstehen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, ja? Absolut. Gerade das ist die beste Situation, einen Flamer zu benutzen, liebe Kinder.
Deswegen, also gerade bei sowas, wie seht ihr sowas? Also ich glaube, komm, weißt du was, ich lasse dir mal eine Frage. Ich wollte gerade sagen. Ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von dem, was ich bisher gelesen habe. Ich finde das super, weil für mich ist es einfach realistischer. Ja. Ja, es ist für mich auch das Spielgefühl, diese Immersion, die man dann kriegt, ja. Wenn du halt die Möglichkeit hast auf... Also es macht einfach keinen Sinn, ja. Du hast diesen Demon Rust Battle Tank da und der wird von Krotz umzingelt. Warum sollte er nicht mit seiner großen Kanone feuern? Ja, weil die Grotze so an dem Demon Rust rüttelt, bis der umkippt. Das mit der großen Kanone wurde aber extra gesagt. Ja, Blast-Weapons dürfen nicht schießen, wenn was. Ja, genau. Also es ist so, GW hat das ja so geregelt, also die Regel, die wurde ja bereits gelegt. Du darfst aus Nahkämpfen schießen, wenn du ein Monster bist oder ein Battletank oder ein Vehikel, genau. Ein Vehikel. Du darfst genau mit Blast Weapons nicht in den Nahkampf reinschießen, indem du stehst, und du darfst auch mit Waffen, die du hast, primär erstmal nur in den Nahkampf reinschießen, indem du drin hängst. Richtig. Es sei denn, du hast mindestens zwei Bewaffnungen, also du musst mindestens über zwei Fernkampfwaffen verfügen, dann könntest du auch dein Feuer aufteilen. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, werden dann diese Attacken nicht gleichzeitig abgehandelt, sondern man muss sozusagen erstmal versuchen, sich mit der ersten Waffe aus dem Nahkampf rauszuschießen. Mit der zweiten Waffe könnte man dann, falls man das geschafft hat, dann noch auf ein anderes Ziel schießen, das eben nicht in Engagement Range, also im Nahkampf, sich befindet. Oh, ich sehe das schon. Sind so die Regeln. Oh, das heißt, man muss so ein bisschen überlegen, kann ich mir das denn jetzt leisten, die Waffe auf ein anderes Ziel anzusagen, obwohl ich noch gar nicht weiß, ob ich auf dieses andere Ziel am Ende schießen darf. Ist natürlich super ärgerlich, wenn dann am Ende ein Krott da stehen bleibt und ich deshalb nicht mit meinem Battletank, mit meinem großen Rohr oben auf die andere Einheit schießen darf. Das wäre halt das Ding. Und Blastwaffen dürfen das grundsätzlich nicht. Ne? Die dürfen nicht in Engagements reinschießen. Man könnte sich ja selber treffen. Macht ja auch Sinn. Das ist einfach auch wieder was dieser Immersion entspricht. Ich muss mal kurz zwischengrätschen. Du hast eigentlich nur darauf gewartet, dein großes Rohr irgendwo runterzubringen. Ja, also als Lanespieler sowieso. Aber wir fallen jetzt schon zwei, drei Leute ein, die sich einfach ärgern werden. Warum steht dieser eine Grott da? Warum kann ich mit meiner Battlecan nicht schießen? Mm-hmm. Oh, ich freue mich jetzt schon drauf. Ja. Das wird. Ich muss dir fair sagen, ich als Deathguard-Spieler und Besitzer von drei Plagueburst-Crawlern freue mich schon auf die neue Regel. Weil hast halt eben, weiß ich nicht, hast halt ein Heavy Stubber, den du nutzen kannst, wie Flamer im Nahkampf, und dann, wenn alles gut geht, tatsächlich den Lehman Russ Flamer bekommen jetzt endlich mal eine Daseinsberechtigung. Absolut. Ja, ich hoffe ja nicht, dass Flamer auch als Blastwaffen zählen, aber ich denke nicht. Nein. Also normalerweise Blastwaffen werden die Waffen sein, die wir früher so für die alten Spieler, wo wir verstanden haben, das sind diese 3 oder 5 Zoll Schablonenwaffen, die es da gab. Flamer sind ja auch Schablonen und die benutzen auch diesen Random W6. Mhm. Ja, aber ich will ja jetzt nicht zu früh freuen, aber natürlich, es würde Sinn machen, dass man die in Nahkämpfe feuern kann, weil die eben eigentlich auf kurze Distanz ja konzipiert sind. Ne? Wobei wir wollen nicht über Logik schreiben, weil wir kennen das ja. Am besten erschießt du einen Flieger mit einem Flamer. Ob das auch in der Realität so greift? Nein, das wurde schon gesagt, das wird es nicht mehr geben. Flamer werden keine Flieger mehr angreifen können. Es ging ja nur um das, was wir jetzt aktuell haben. Ich weiß, an welcher Einheit du denkst. Vielen Dank. So lustige Stärke 6 Waffen, minus 3, 3 Schaden flat, die du einfach mal in den Himmel richtest. Ist ja nur eine Figur. Die er dreimal spielt, in kompetitiven Listen. Oh, okay. Wir sind aber wieder bei dem Thema Punkteanpassung, sind wir beim Thema Waffen. Wir hatten die Base-Größen. Ich bin auch da super gespannt, ob das eine Pflicht wird. Weil, wie wir das aus Age of Sigmar ja damals mitgekriegt haben, also wenn ihr gegen meine Orks irgendwann mal spielen solltet, die sind auf Eckigen Basis. Ja, ich bin echt mega gespannt, Leute, ob Pflichtgrößen kommen, ob es Base-Kits geben wird. Ich meine, in dem Sinne. Ja, und wenn nicht, ob das dann ähnlich wie bei Age of Sigmar dann doch irgendwann über eine zweite, dritte, über ein General's Handbook geregelt wird, dass das dann doch zur Pflicht wird. Meine Meinung? Ja.
Ich würde mich freuen, wenn das mit den Basegrößen nicht so penibel behandelt wird, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Klar, auf Turnieren kann ich es verstehen. Nur ich habe jetzt erst mir einen aufstrebenden Champion für meine Chaos Base Marines geholt und der hat noch eine 25mm Base. Ich will die aber auch benutzen, weil die ist gestaltet. Schande. Schande. So, das ist halt das Ding. Die gefällt mir gut. Und warum sollte ich die nicht benutzen dürfen? Diese Base ist mit dem Modell mitgeliefert. Und ich verstehe, für Turniere macht es Sinn, gerade vor dem Hintergrund, dass man ja beispielsweise viel mehr Modelle in Nahkämpfe bekommt. Man kann sehr, sehr viel tricksen mit diesen Base-Größen. Mhm. Man kann mehr Raum abdecken mit größeren Bases. Also da kann man schon sehr viel mitmachen. Aber ich würde sagen, gerade so für das normale Standardspiel, genauso wie mit der Plattengröße am Ende. Ich glaube, das sind so Sachen, die können die Spieler unter sich entscheiden, ob sie die, wie sie das handhaben. Ich würde nämlich niemanden zwingen wollen, oder ich würde es auch von niemanden erwarten, zwingen kann man ja sowieso nicht, dass jemand seine schön gestaltete Armee mit Basing und allem drum und dran wieder komplett über den Haufen wirft, nur damit er die eben neu basen kann. Ja, wobei du ja hier bei verschiedensten Herstellern so Ringerweiterungen kaufen kannst. Habe ich ja auch bei meinen Kornbersackern gemacht. Weißt du, da baust du einfach an diese 25mm Base, die besteht aus zwei Hälften, klippst du dran, hast 32mm. Ah, okay. Ja. Ist natürlich dann ärgerlich, weil du musst das Basing natürlich dann erweitern, nach außen, oder du musst es halt komplett lassen und lässt die gesamte Armee so, finde ich aber dann nicht so schön. Ja, habe ich. Ne? Also ich habe das jetzt bei den Grey Knights gemacht, die ganzen kleinen Infanteristen stehen alle auf diesen 25mm Bases und man kann einfach sehen, dieses Strike Squad oder auch Purgation Squad, was auch immer, die Füße sind immer so leicht über der Base an den Seiten. Klar. Wenn du die draufklebst, egal wie du die draufklebst, weil es halt nur 25mm sind. Mhm. Deswegen habe ich die ganzen Dinger direkt erweitert und bin die halt jetzt direkt am Basen. Dann fällt es halt nicht auf, klar. Mhm. Aber also Marines finde ich auf jeden Fall sinnvoll, wenn die auf diese großen Basen geeicht werden, sag ich jetzt mal. Ja. Tut mir jetzt natürlich leid für deinen Exalted Champion, aber... ich werde trotzdem spielen. Ja, das war mir klar. Du kommst ja jetzt schon mit Basen hinterher. Nein, aber... ich finde es einfach schön. Die Jungs sind größer, die sollen einen größeren Maßstab haben als so mickrige kleine Soldaten. Deswegen, warum sollen sie dann keine größere Base haben? Ne? Ja, und das macht ja auch den Einstieg, glaube ich, auch ins Hobby deutlich einfacher, wenn wir jetzt halt eben klar sagen, wir haben kleinere Armeegrößen, sage ich jetzt mal final, größere Modellbases, schrecken vielleicht auch nicht so ab, wenn du so, keine Ahnung, 40, 80 Modelle irgendwie bemalen musst und willst eigentlich nur mal reinschnuppern. Habe ich bei anderen Wargames, ist es halt deutlich entspannter. Und das ist ja auch so, das Thema, wir hatten ja gerade eben gesagt, die Punktkosten für Space Marines von 18 auf 20, hat sie, glaube ich, gerade gesagt. Primare Space Marines. Von den normalen Space Marines wissen wir noch nichts. Die fallen ja wahrscheinlich raus. Nein, also was ich sagen möchte, zumindest haben wir dann hier eine 10% Steigerung. Das ist schon irre. Und das wird halt eben auch genau wie auf die Kultisten gemünzt. Ja. Dann wirst du auch schwieriger haben, große Blobs zu spielen auf diesen Minibases. Ja, aber ich will trotzdem hoffen, dass das nicht bei allen Armeen passiert. Grey Knights zum Beispiel. Also ich habe mal komplett durchgerechnet, du kriegst da keine richtige 500-Punkte-Liste hin. Du hast immer so einen Spielraum von 70 Punkten. Mhm. Einfach weil sämtliche Nahkampfwaffen kosten einfach alle ein oder zwei Punkte. Mhm. Da hast du vielleicht ein paar Hammer. Klar, aber warum solltest du in einem Strike Squad Hammer nehmen? Ja, die sterben dir weg wie Fliegen, kosten aber pro Modell 17 Punkte. Mhm. Das sind normale Ein-Leben-Marines, die haben keine Primaris. Mhm. Und die kosten aber genauso viel aktuell wie Primaris. Ja? Also ich finde, das wäre auch so eine Armee, könnte man dann halt so lassen. Ja gut, meine Meinung. Ja. Kann ich verstehen. Deswegen, auch die ganzen Charaktere von denen sind deutlich teurer als andere Charaktere. Klar, die sind alle Psioniker. Ja, also was man zu den Punktkosten sagen kann, ist ja erstmal, dass es eine gute Änderung ist, dass man sagt, wir gehen nach oben. Grundsätzlich ist das eine gute Änderung, weil das bedeutet, wir haben auch mehr Spielraum beim Angleichen von Einheitenpunktkosten. Man hat viel mehr Spielraum, man kann viel mehr Varianz reinbringen. Das ist ja einfach schon so aus statistischer Sicht viel besser, wenn man einfach mit den Punkten nach oben geht. Und klar, elitäre Armeen haben es immer schwierig, gerade wenn man nur 500 Punkte spielen will, dann hat man vielleicht am Ende dann nur zwei, drei Einheiten stehen, inklusive dem Anführer.
Das ist halt normal. Mhm. Aber ich sag mal, je weiter die Punkte wieder nach oben gehen, man kann ja jetzt dann auch wahrscheinlich in Zukunft wieder häufiger 2000-Punkte-Spiele machen. Das ist auf Turnieren ja bislang nicht so der Fall. Da spielt man in der Regel ja 1750 oder 1850, wenn man eben die großen Spieler nimmt. Da wollte die Union zumindest hinbringen. Ja. 2000 wird jetzt wahrscheinlich der neue Standard für die großen Games, ja, denke ich. Gerade vor dem Hintergrund, dass eben die Punktekosten erhöht werden. Und es ist einfacher für den Einstieg. Ja? Also es ist einfach für den Einstieg für Leute, die neu anfangen zu spielen. Die kaufen sich so eine Start Collecting und haben jetzt auf einmal 500 Punkte, ja, statt 300. Ja, nee, das ist gut, ja, ja. Wobei ich da jetzt aber zu sagen muss, die alten Spieler haben sich nämlich auch direkt gefreut und gejubelt. Zumindest habe ich es getan. Als es dann hieß, Codices und alles, was jetzt aktuell an Regeln gekommen ist, Psychic Awakening, mhm, bis hin zurück zum Vigilus und Vigilus brennt, bleibt erhalten. Alles da. Ich meine, wenn das nicht der Fall wäre, dann würden jetzt nämlich ein paar GW-Bücher brennen, weil, ja, die ganzen Psychic Awakening Bücher, ja, die muss man ja irgendwie übernehmen. Ja? Die Reihe ist noch nicht mal abgeschlossen und man muss ja jetzt dafür sorgen, dass die Leute, die sich die gekauft haben, allein viele auch aufgrund der Regeln natürlich, mhm, dass man die irgendwie noch weiter nutzen kann. Also ich meine, GW hat sowas zwar schon mal gemacht, eine neue Edition eingeführt und dann waren die Regeln, die vorher kamen, ich erinnere nur am Ende der 7. Edition, das waren diese drei Endzeitbücher für 40k sozusagen, mhm, mit den Inari. Da hatte man halt ein halbes Jahr was von, wenn überhaupt, und dann war das alles eingestampft. Das wäre ein neuer Rekord gewesen. Oder Sisters neue Regeln, eine Woche. Ja, ich habe meine Jeans-Dealer aus der 7. auch nur einmal gespielt, bevor sie eingestampft wurden. Also das war schon heftig. Krass. Ja, und das ist natürlich schon ein bisschen ärgerlich und ich finde aber jetzt gut und wichtig, GW macht ja jetzt nicht diesen Warpsprung, sage ich mal, ja, das, jetzt hat GW im Grunde nur eine kleine, ja, man kann sagen, die 8. Edition wurde evolutioniert, 8.5. Ja, aber sie ist nicht über den Haufen geworfen, also die 8. Edition, das ist so wie der Wechsel von der 6. auf die 7. etwa, also das ist ein smoother Übergang, denke ich, man hat einfach viele Stellen gesehen, die verbesserungswürdig sind und die hat man jetzt angegangen, also das Grundsystem ist ja, wird so bleiben, wie es ist. Ja, es gibt halt so ein paar Grundrundum-Änderungen im Regelbuch, aber das war's. Was wir eben halt schon angesprochen haben, Geländeregeln werden endlich mal eingeführt, kann man ja so sagen. Notwendig, ja. Was noch? Ja, also wie gesagt, die Waffenregeln, all das, was so ein bisschen mehr für die Immersion sorgt, das ist ja eigentlich alles gut. Ja, das ist von den Spielern gewünscht. Wir kennen EA. Remember, don't pre-order, ja? Also erstmal abwarten, was da kommt. Bis jetzt gute Richtung, würde ich sagen. Und wäre jetzt übrigens auch ein schöner Übergang, weil die CP werden sich nämlich auch ändern. Ja, die CP erfahren eine ganz große Änderung. Die Loyal 32 sind somit eigentlich, ich will mich zwar nicht ganz aus dem Fenster lehnen, aber ich würde jetzt fast sagen Geschichte. Schon genauso mal. Wie die Rusty, wie hießen sie, Rusty 17. Ne? Es wird sogar eine neue Phase diesbezüglich eingeführt, Command Phase heißt die. Die wird noch vor allem anderen passieren. Und das wird nämlich auch die Phase sein, in der gepunktet wird, siegpunktemäßig. CP, soweit ich das jetzt verstanden habe, jeder startet, wenn es Battleforged ist, mit einer festen Anzahl von Punkten, die sich aber darauf bezieht, wie groß die Armeen sind. Spielt man 500 gegen 500, sind es 3, bei 1000 gegen 1006, 2000 gegen 2009 und 3000 gegen 3000 und mehr, 12. Ich meine, so wäre die Tabelle. Ne? Ja. Immer 3 mehr. Müsste so sein. Baut man jetzt ein Bataillon, kostet das sogar was, und zwar 3 CP, ist der Warlord, den man gewählt hat, Teil dieses Bataillons, bekommt man diese 3 CP aber zurück. Mhm. Ja? Das ist so jetzt das, was GW gelegt hat. Andere Detachments wie ein Bataillon wurden bis jetzt aber noch nicht angesprochen. Das heißt, es könnte natürlich jetzt auch sein, dass wenn du jetzt, keine Ahnung, einen Fast Attack oder sowas hast, entweder die fallen jetzt komplett raus, oder die kosten vielleicht 2 und du kriegst nur 1 zurück, oder kriegst vielleicht sogar 4 zurück, wenn der Warlord Teil davon ist. Keine Ahnung. Kann ich mir so vorstellen. Ne? Deswegen, um die Leute ein bisschen vom Bataillon wegzukriegen. Also, glaube ich gar nicht. Ich glaube. Meinst du? Nee. Also, ich sehe das ja so.
Ich glaube, WoW hat da wirklich die beste Änderung gebracht und die bisher geleakt wurde. Also da freue ich mich am meisten drüber. Eines der Hauptprobleme der Achten sind ja nun mal Suppen. Und Suppen entstehen dadurch, dass man dafür belohnt wird, unterschiedliche Fraktionen zu nehmen. Nicht nur, weil man die Nachteile seiner eigenen Fraktion mit anderen Fraktionen ausbügeln kann, sondern man bekommt auch noch zusätzliche CPs geschenkt. Mhm. Jetzt wird es geändert. Was GW bisher geleakt hat, heißt ja Folgendes. Ich glaube, man hat auf 2000 Punkten 12 oder 9 Kommandopunkte. Du nimmst dein Bataillon von der Fraktion, die du eben spielen möchtest, von dem Buch, was du spielen möchtest, und das Bataillon ist so weit geblieben, wie wir das kennen. Von den Einheiten auswählen, die man nehmen kann, etc. Wie Dominik schon gesagt hat, bekommt man aber, wenn man den Warlord aus diesem Bataillon nimmt, aus diesem Kontingent, die CP, die das Bataillon kostet, nämlich 3 CP, erstattet. Das heißt, jedes andere Kontingent, das man zusätzlich nehmen wird, wird Punkte kosten, die von dem Budget, das man eben zu Beginn bekommt, und das ist ein bisschen größer als das, was man bisher kennt, ich meine sogar 12 im Kopf zu haben. Ich meine, es sind 12. Das Ding ist nämlich, man bekommt das erstattet. Es sind waren 9. Ging in 3er Schritten hoch. Ist ja auch irrelevant. Wir werden sehen. Erstmal. Auf jeden Fall, es gibt noch eine sehr coole Änderung und die betrifft auch die Kommandophase, die halt sehr, sehr sinnvoll ist, muss man sagen. Ne? Einfach eine Phase, wo man punkten kann, wo man seine Kommandopunkte auffüllen kann, denn das hast du gerade noch nicht erwähnt. Genau. Du kriegst zu Beginn jedes Zuges einen Kommandopunkt zurück. Und das ist natürlich neu und das ist auch das, was GW meinte zum Thema, ja, wir werden jetzt mit Kommandopunkten bombardiert praktisch. Du kriegst zu Beginn des Spiels mehr, als du hattest und du bekommst jede Runde noch einen zurück. Das heißt, du kannst eigentlich das gesamte Spiel über Kommandopunkte nutzen, musst aber eben überlegen, wie viele Punkte gebe ich vor dem Spiel aus, um eben zum Beispiel andere Alliierte mitzunehmen, andere Kontingente mitzunehmen. Und so wird das Listbuilding sich eben ein bisschen besser daran orientieren. Also will ich meine Schwächen ausbügeln von meiner Armee, dann muss ich halt CPs ausgeben zu Beginn des Spiels. Oder konzentriere ich mich auf meine Fraktion, nehme auch deren Nachteile sozusagen in Kauf, habe aber dafür mehr CPs zum Ausgeben, die ich dann für meine Strategie nutzen kann. Und von denen soll es ja auch, ich glaube, 7 Stück oder so jetzt für jede Fraktion geben. Also das heißt so 7 allgemeine Strategeme, die jede Fraktion nutzen kann, statt den üblichen 3. Ich meine, es wären 7, es kann auch mehr sein. Ja, irgendwas wurde da gesagt, ja. Es kann auch mehr sein. Da wurde, glaube ich, auch eins schon geleakt. Also das ist auch ziemlich cool natürlich. Und ich freue mich da sehr drüber, weil das Loyal 32 ist damit wohl Geschichte. Ja? Warum sollte ich die noch nehmen? Klar, man könnte sie einkaufen, um sie als Screen zu benutzen, aber um Kommandopunkte zu regenerieren, in der Regel nicht. Sofern zumindest die Regeln erhalten bleiben, die wir kennen, dass man pro Spielzug oder pro Spielrunde nicht mehr als ein CP zurückbekommen kann. Solange diese Regeln intakt bleiben, sehe ich eigentlich auch keinen Grund, da irgendwelche Shenanigans einzubauen. Also, aber jetzt, um darauf mal zurückzukommen, es wurden ja so ein bisschen die Regeln vom Silent King, von den Necrons geleakt. Der soll die Sonderregel haben, ist der dein Warlord, kriegst du in der Kommandophase 2 CP statt einem. Ja, einen zusätzlichen. Das heißt, du kriegst jede Runde 2. Das ist, wenn du mal bedenkst, so ein Standardspiel 5 bis 6 Runden, sind das 10 bis 5 bis 12 CP. Solange er lebt. So wie ich es jetzt von fiesen Typen mal gesehen. Ich denke schon, dass du da Batterien bauen kannst, die aber anders funktionieren als jetzt. Du kannst zum Beispiel dir sagen, gut, okay, ich bezahle die Kosten, um eine Suppe zu bauen. Das heißt, dein Hauptaugenmerk sind die Marines. Ich nehme dann ein Bataillon Kardia mit rein und nehme dieses Relikt mit, womit ich CP refunden kann. Zum Beispiel. Ja, genau. Das ist zum Beispiel so der erste Weg. Dann nehme ich Gilliman mit, der hat nochmal 2 oder 3 Sonder-CP, die ich einfach mal so mit noch dazu bekomme. Und ich kriege vielleicht noch irgendeinen neuen Lieutenant von den 10.000, die dieses Jahr wahrscheinlich noch rauskommen werden, der ebenfalls die Sonderregel hat, ich bekomme 2 CP zurück. Wir wissen von nichts, aber nur mal so Grunde genommen. Ne? Aber du musst natürlich zu Beginn auch dann entsprechend 2 oder 3 CP schon bezahlen. Richtig. Das muss ich also dann erstmal in 2-3 Runden, muss ich das erstmal wieder refinanzieren praktisch, bevor du überhaupt einen Gewinn rausschlägst. Also dafür brichst du dann Runde 3 richtig ab.
Ich denke, wir hatten, oder generell gesprochen, glaube ich ja persönlich, dass das sogar noch ein bisschen anders kommt. Also das ist aber meine persönliche Meinung. Ich habe mir überlegt gehabt, wenn es tatsächlich dieses Listbuilding gibt, finde ich ein super Wort, dass du sagst, okay, ich lasse jetzt auf Kommandopunkte an. Habe ich meine Vermutung darin liegen, dass die Zusatz-Detachment-Möglichkeiten besonders teuer werden, aber dafür auch meines Erachtens nach, weil wenn GW sagt, es gibt extra, könnte ich mir gut vorstellen, dass die ganz klar sagen, jedes Zusatz-Detachment bringt mit Dude XY direkt nochmal extra CP mit sich. Vielleicht werden auch die CP-Kosten für alles teurer. Das sind halt alles so Sachen, wo ich mir sage, dass Spielfeeling käme noch mehr, käme es mit viel mehr Überlegungen, wie gebe ich meine CP aus und wie statte ich mich am Anfang mit welchem Vorrat, wer reicht mir? Weil wenn du sagst, okay, mir reichen vielleicht in der ersten Runde 3 oder 2 CPs, dann guckt auf die aktuellen Phasen. Was benutzt du in der ersten Runde? Nutzt ein Strategem, um im Zweifelsfall, ich sag jetzt mal, eine Einheit vorher schon nutzen zu können und einen Reroll per heute. Ja? Von daher wäre da schon meines Erachtens nicht unglaubwürdig zu sagen, du wirst Battleforged gesehen als Beispiel, nimmst ein Spearhead Detachment mit, noch damit belohnt, dass du sagst, ich zahle jetzt 3 CP und bekomme dann am Ende der Runde im Zweifelsfall nochmal ein extra CP. Ja, da spricht der Banker. Da spricht der Banker. Ich will meine Zinsen. Wir hatten gerade eine kurze Pause und Flo hat noch eine interessante Sache gesagt. Was meintest du gerade eben über Loyal 32? Ja, also eigentlich hatte ich das ja schon so ein bisschen ausgeführt. Also früher, man weiß ja jetzt nicht genau, wo man steht, ne? Ja, heute. Sind wir schon in der 9. so halb schon. Also in der 8. Edition war es ja so, sage ich jetzt einfach mal, dass man sich Kommandopunkte besorgt hat, indem man zusätzliche Kontingente genommen hat. Mhm. Und da waren die Loyal 32 deshalb perfekt, weil sie eben nichts kosten, gefühlt. Ja, also die 180 Punkte für 5 Kommandopunkte im Austausch, die man für jede beliebige Fraktion innerhalb des Imperiums auffinden konnte. Das ist halt heftig. Da hat die Deathwatch von profitiert und ganz viele andere elitäre Fraktionen innerhalb des Imperiums. Und die hat halt fast jeder gespielt. Zusätzlich hat man außerdem noch 3 Screens bekommen, was ja auch super ist. Jetzt ist es aber ja so, weil das haben wir ja definitiv gesehen an den Leaks, dass man für Bataillone, aber auch für alle anderen Detachments bezahlen muss an Kommandopunkten. Also statt welche zu bekommen, muss man bezahlen. Deshalb muss man sich auch überlegen, spiele ich wirklich mehr als ein Bataillon oder mehr als ein Detachment? Mit Sicherheit wird es die anderen auch noch geben, aber man muss sich das eben überlegen, weil man hat halt eben nur einen Warlord und dieser Warlord, der kann eben die Kosten wieder zurückerstatten. Wenn man den aber eben in einem einen Detachment hat, kann man den nicht noch in 2, 3 anderen Detachments logischerweise haben. Das heißt, die Kosten im Endeffekt. Das Loyal 32 würde uns eigentlich nichts mehr bringen, außer der Tatsache, dass wir Screens für sehr günstig bekommen und für möglicherweise ein Relikt, das uns ermöglicht, oder sogar eine Kriegsherrnfähigkeit, sollten wir eben uns dazu entscheiden, einen Kriegsherrn aus der imperialen Armee zu nehmen, dann würden wir eben die Möglichkeit vielleicht haben, unsere Kommandopunkte noch stärker zu refinanzieren. Aber wir müssen erstmal Kommandopunkte bezahlen. Und das ist der Punkt, das ist der Unterschied. GW hat nämlich gesehen, dass Suppen überhand nehmen. Es wird ja auch viel sich beschwert. Gerade Chaos ist zum Beispiel die reinste Suppe, aber auch gezwungenermaßen natürlich. Ja, das ist aber auch fluffmäßig richtig. Naja, es werden auch Death Guard mit Thousand Suns gemischt. Ja, aber innerhalb also, des Auges werden ja immer wieder neue Allianzen gegründet, einfach nur damit beide von Vorteil haben und die hintergehen sich dann auch irgendwann wieder. Ja. Deswegen, also das, ich finde das schon. Ich finde nur gut, dass man sagt, wenn man das will, dann sollte man aber auch dafür bezahlen. Also ich meine, wenn ich diese Vorteile von verschiedenen Fraktionen einkaufe, dann sollte ich dafür bezahlen und nicht noch bezahlt werden. Das ist einfach der Punkt. Ja, aber das führt mich zu dem Thema, dass Battleforged Armies, also dem letzten Sisters of Battle, also die wurden jetzt zuletzt quasi als neue Armee nochmal herausgebracht, ist es halt so, dass wenn ihr nicht Battleforged unterwegs seid, das heißt also, wenn ihr nicht eine reine Sisters of Battle Armee spielt, dann kriegt ihr nicht die Gebete, also die Sonderregel der Armee. Und ich glaube, alleine das wird sich konsequenterweise durch die Zukunft bewegen, was ja auch richtig ist, ne? Und wenn du dann anfängst zu suppen,
dann hast du natürlich das Thema, legst es auf die Waagschale, ist mir das wert, ist mir das nicht wert, dafür einen Screen mitzunehmen, die CPs zu bezahlen und in meiner Theorie die CP-Bank, also sprich wieder CP zurückzubekommen, dass das vielleicht tatsächlich damit ein bisschen mehr gebannt wird. Also ich teile da noch nicht ganz deine Ansicht, ne? Aber das ist ja die Diskussion, die wir an der Stelle haben. Also meine Vermutung ist ja, wie gesagt, wenn du wirklich irgendwie mischen willst, suppenmäßig mischen willst, der Neid hat nicht ohne Grund einen Wolfskopf, ja. Wenn ich jetzt wirklich meine Space Wolves mit Knights zusammenspielen will, mit Astra Militarum zusammenspielen will, und mir wird jetzt praktisch vom GW gesagt, hör mal, du kannst das gerne machen, bekommst aber nicht die Regeln, außer du baust dir jetzt diese ganzen Detachments, musst aber auch dann für das Space Wolves Detachment 5 CP extra bezahlen, behältst aber alle deine Regeln. Alter, ich will es sofort machen. Ja, aber das wäre ja genau das, was nicht passiert. Du verlierst ja genau die Sonderregeln. Also wir sind bei dem Thema. Ja, jetzt. Ja, da muss man so ein bisschen abwarten. Ich fände es cool. Ich nehme an, dass es so ist, wie Mani sagt, was das angeht, weil das zeigt sich einfach an den letzten beiden Büchern. Space Marines haben diese Regeln bekommen und Sororitas auch. Mhm. Und die wurden beide schon mit Blick auf die 9. Edition geschrieben. Ja. Und deshalb können wir davon ausgehen, dass jede kommende Fraktion auch solche Regeln bekommt. Das heißt, wenn sie Battleforged ist oder wenn man beziehungsweise nur diese eine Fraktion spielt, bekommt man gewisse Regeln. Da wird es wahrscheinlich Ausnahmen geben. Zum Beispiel kann man mit Sicherheit beim Imperium Assassinen oder Inquisitoren der Armee hinzufügen, ohne dass die Regeln ausgehebelt werden. Geht jetzt schon teilweise, oder bei Assassinen bin ich mir nicht sicher. Doch, bei Assassinen steht eindeutig drin, dass es nicht geht. Ah, ja, okay. Das geht nicht. Also nicht für die Sisters of Battle. Ja, ja. Achso, für. Aber der Trend ist schon klar. Mhm. Also man wird auf jeden Fall sehr viel mehr belohnt durch mehr CP. Da bin ich mir auch sicher, durch mehr CP und eben durch diese Sonderregeln, wenn man Mono-Fraktionen spielt. Und ich muss sagen, ich finde das auch schöner. Ich meine, ich rede jetzt eher so aus Turnierperspektive, finde ich es irgendwie schöner, weil dann hat man einfach nicht den Punkt, dass jeder nur das Stärkste aus 5 verschiedenen Büchern spielt, gefühlt. Das ist halt, also ich sehe das ein bisschen so, ich meine privat oder beziehungsweise im narrativen Spiel kann man ja alles spielen und alles mischen, das ist ja auch super schön. Man kann es auch sogar auf Turnieren dann machen, dann muss man allerdings auch ein paar Kosten in Kauf nehmen, die man nicht unbedingt in Kauf nehmen will. Und das finde ich aber in Ordnung, weil ansonsten im Endeffekt, das hat man in der 8. gut gesehen, werden eigentlich nur noch, also sehr, wenn man sehr effektiv spielen will, nur noch Suppen gespielt. Naja, mittlerweile nicht mehr. Wie gesagt, das Chaos ist nur Chaos Suppe. Ja, Imperium Chaos ist auch sehr viel Suppe. Wenigstens alliiert man da häufig 2 Fraktionen miteinander. Und Space Marines haben es nicht mehr gebraucht, weil die einfach so stark waren. und ich nehme an, die Sororitas hatten jetzt nicht so ihre Turnierzeit bisher gehabt, dank Corona. Aber im Endeffekt, wenn die Armeen erstmal hochgezogen sind, ich nehme an, die werden auch ganz oben mitspielen. Also, obwohl sie sich nicht mehr alliieren. Und das finde ich halt toll. Weil so hat man auch innerhalb der Fraktion die Möglichkeit, mal voll auszumaxen. Man braucht nur ein Buch dabei haben, man braucht nicht mehr dieses Mischmasch. Oder die App. Ja. Der Übergang ist gut. Ne? Sehr schön. Der Übergang. Weil GW wird das Ganze ja in der App festhalten, die jetzt auch laufend aktualisiert wird. Sprich, Codex kommt raus, innerhalb von Stunden ist die App aktualisiert. So die Theorie. Ja? Momentan, wir benutzen es eigentlich alle, Battlescribe. Hm. Ist ja momentan so, dass das Nonplusultra in Sachen Listenbau. Wobei ich bei dir allerdings auch in einem alten Armeebuch mal noch so eine handgeschriebene Liste gesehen hatte. Das fand ich richtig urig irgendwie. Ja. Keine Ahnung. Das hatte ich schon gar nicht, ne? Nee. Mit 8 gestartet. Sehr gut. Nee, aber das heißt, wenn wir jetzt wirklich diese App bekommen und das Ding wird sofort aktualisiert, wenn du diesen Codex neu hast, das ist unglaublich angenehm. Vorausgesetzt, es ist nicht hier so ein Armee-Gebaue wie auf der GW-Webseite. Das ist einfach nur schrecklich. Was du da klicken musst, ist einfach nur, also das ist nicht intuitiv. Ich sage das ganz ehrlich. Ich glaube, ich bleib bei Battlescribe.
Nein, mein Scherz. Wenn wir das Wort jetzt so einmal sagen, müssen wir Werbung einfügen, Leute. Also im Grunde genommen, wenn ich jetzt alte Edition und nostalgisch denke, dann bin ich sofort bei dem Punkt, weißt du noch damals, als du diesen DIN A4-Zettel hattest und auch noch Bewegung, Kampfgeschick und Ballistik-Skill ausgefüllt hast, damit du nicht immer ins Buch reingucken musst, war auch charmant. Ja? Ich habe auch noch nach wie vor einen Kumpel, der das immer noch so macht, weil er von der ganz alten Garde ist. Ja? Also von daher kann ich nachvollziehen. Ich persönlich glaube aber, dass das mit der App, wenn sie einigermaßen pfiffig unterwegs sind, schon was Innovatives wird und dann passiert genau das, was der Dominik schon angedeutet hat. Heute kommt der neue Codex raus und morgen ist die App aktualisiert. Also ich selber werde für mich höchstwahrscheinlich kein Hardcover-Buch kaufen, denn ich habe mittlerweile mein Tablet mit auf Turnier und das machen an sich, ich sage jetzt mal locker 60-70%, die Battlescribe entweder auf dem Smartphone haben oder auf dem Tablet und es wird halt alles viel, viel digitaler. Von daher, ich glaube schon, dass das auch, wenn man es richtig macht, eine tolle Alternative zu besagen. App ist, die wir alle ausgiebig nutzen, die auch toll ist. Ja, also bei Thema Apps, da muss man natürlich sagen, es gibt wenig ganz aktuell, die hängt schon ein bisschen hinterher. Ich meine, es gab ja schon, GW hatte schon vor einiger Zeit, glaube ich, vor, eine App rauszubringen, ich glaube auch schon zur 8. aber es hat richtig geklappt. Sie haben es bei Age of Sigma probiert. Sie haben es probiert, genau, und die soll ja, das soll ja, glaube ich, alles nicht so toll gewesen sein, während andere Systeme wie jetzt War Machine oder auch relativ junge Systeme wie A Song of Ice and Fire, die haben von, also das zumindest hat von Anfang an eine App eingeführt, die super ist. Natürlich muss man auch immer dazu sagen, GW oder 40K ist natürlich ein viel umfassenderes System. Da muss man viel mehr Arbeit reinstecken. Aber es ist wahnsinnig, also gerade dadurch, dass GW-Regeln sehr häufig geupdatet werden, kommt dann natürlich dann nochmal was hinzu. Aber es ist schon ein riesen Vorteil. Battlescribe hat natürlich auch viele Vorteile. Man muss so einfach sagen, da kann ich mir die Regeln für zig Systeme auch einfach abrufen. Und das ist einfach praktisch. Ne? Nee, aber der Punkt ist ja der, ich finde das gar nicht so schwer, dafür eine App zu schreiben. Ich meine, ich bin jetzt nicht so im Programmierschema drin, aber im Endeffekt benutzt du für jede Armee dieselbe Maske. Gut, okay, die einen Armeen haben halt eine Auswahl bei den Standards, die anderen haben halt fünf. Ja gut, okay, dann machst du die halt mehrfach, gibst halt andere Grundstatistiken ein, machst die Punkte ein bisschen anders und hast dann direkt eine neue Einheit. Ja, du musst ja keine Bilder dahinten klatschen, was GW wahrscheinlich machen wird, natürlich. Ist jetzt auch nicht so schwierig, könnte ich mir vorstellen. Jo. Aber im Grunde genommen, also da ist GW wirklich in den letzten Jahren nicht wirklich mit dem Strom gegangen. Ich unterstreiche das auch nochmal. Ich glaube tatsächlich jetzt auch im Rahmen der Tatsache, dass ihr merkt, durchs Chapter Approved, da wurde die Community mit eingeschaltet, die gesagt hat, okay, was geht gut, was geht nicht gut. Die schreiben hier in ihren ganzen Teaser durch eure Informationen, gerade nochmal ganz kurz auf das Terrain-Thema zurückgekommen, weil ihr gesagt habt, und das ist halt eben das, ich denke auch, dass wir sagen, wir wollen eine App haben, die vernünftig funktioniert. Ja? Und ich kann euch eins sagen, also War Machine ist so mein Stichwort. Ne? Das ist eine überragend gute App. Ja? Ihr könnt auf der App im Tablet-Format mehrere, ich sag jetzt mal Einheiten mit Schadensdiagramm und allem hinterlegen. Und also das sollte das Mindeste sein, was GW hier an der Stelle hat. Am besten auch noch einen CP-Counter, ja, wenn sie pfiffig sind. Weil ganz ehrlich, selbst wenn du am langen Ende sagst, ich bezahle 2 Euro für so eine App, ja, oder 5 und kaufst also so als Idee, du hast die App, dann sagst du, ich bin Deathguard-Spieler, jetzt hole ich mir den Codex Deathguard online. In dem Moment, wo ich das mache, dass ich dann eben die Möglichkeit habe, auf die App auf die Regeln zuzugreifen. Das wäre ja das einzig Schlaue, was du machen kannst, um dann auch noch, ich sag mal, die Community bei der Stange zu halten, dass wenn man sagt, ich will jetzt Space Wolves spielen, ich kaufe mir den Space Wolves Codex, kriege dann einen Code oder was auch immer und habe dann die App für diesen Part freigeschaltet, total spitze, aber ich kann dann halt eben immer noch nicht wissen, was der Jean-Stealer-Kultspieler hat. Und wenn mich das interessiert, dann kaufe ich mir halt eben den Jean-Stealer-Kult und kann das dann auch abtanken. Finde ich total pfiffig. Solange dieser Code da keine 32 Euro kostet. Ja. Also das muss man dann vielleicht auch dazu sagen, wenn so eine App wirklich nach diesem Schema funktioniert, ich schalte mir die Sachen frei, dann kann man die Codices online nicht 32 Euro kosten lassen. Das ist bei War Machine so,
dass du die Starting Collection, Starting Collection quasi kostenlos in der App zur Verfügung hast. Möchtest du die Regel für die anderen Modelle haben, bezahlst du 15 Euro. Das ist wie das Kartendeck. Mhm. Kaufst du alles, zahlst glaube ich 80, ja. 90. Ja. Also sehr viel günstiger. Ja. Die Stimme aus dem Off, Cornelius Lepple. Der Stichwortgeber. Naja, also von daher, wie gesagt, ich glaube, dass das ein Riesenpotenzial ist. Wenn sie es ausnutzen. Wenn sie es ausnutzen. Ich weiß nicht, ich hab GW noch nie, will ich jetzt mal so sagen, erlebt so innovativ. Ne? Und man hat ja mit den Trollen von der Mailorder mal früher telefoniert, um Sonderregeln zu kriegen. Man hat, der ein oder andere kennt die noch, ne? Ich kann mich an Sachen erinnern, wenn man dann irgendwie die Fortschrittbestellung und sowas noch auf einen ganz anderen Weg gebracht hat, als, ich sag jetzt mal eben zusammengeklickt, ne? Und da ist GW tatsächlich, also bis zum Schluss hin relativ langsam unterwegs gewesen. Und jetzt aktuell, ich habe da, auch wenn das so comichaft schon mal rüber, so Grimdark ist es gar nicht mehr so, ja, aber das ist schon. Oh, das Logo. Ja, oh, das Logo, oh, ich sag's euch. Das Logo ist hässlich. Ich muss sagen, mir gefällt dieser Film. Ja, der Film ist geil, der ist auch Grimdark. Der ist mega. Der ist auch Grimdark, aber das Logo, das geht gar nicht. Nee. Ich dachte mir wirklich, wollt ihr jetzt Sechsjährige damit anlocken oder was? Ey, die bringen erst irgend so ein Pen-and-Paper-System mit irgendwelchen Kindern, die neben Space Marines rumlaufen und jetzt bringen die dieses Logo raus, das geht mit euch. Und ist euch aufgefallen, dass bei diesem Pen-and-Paper-Thema tatsächlich auch die Necrons der Feind sind? Oh. Zufall? Oh, ich glaube nicht. Ja. Nein, aber es ist ja schon so, dass wir flufftechnisch gesehen, wir haben ja wieder viel, viel geschimpft. Kann man nicht anders sagen. Und wenn man sich jetzt nochmal auf dieses neue Logo wirft, ja, dann unterstreicht das, was der Dominik sagt. Also ist nicht mehr so ganz grimmig. Ja. Wobei das für uns aber auch eine gute Überleitung ist. GW hat ja jetzt praktisch sozusagen den großen Obermufti für die nächste Edition angekündigt. The Silent King. Dun, dun, dun. So, die Regeln wurden von GW nicht offiziell geleakt, aber auf bestimmten anderen Webseiten sind mal so ein paar Sachen aufgetaucht. Ja. Ich habe mir die ganzen Sachen mal angeguckt. Der ist schon ein Brett, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob ihr euch die Sachen mal angeguckt habt. Gut, wie charakterüblich, 3er Rüster, 4er Retter, ist klar. Mhm. Jetzt halt euch fest, der hat 16 Leben, Widerstand 7. Das hat schon so ein bisschen Dämonenprimarchen-Feeling. Ja. Stärke 7. Und er kommt mit 2 Pillern, die halt mit ihm rumschweben, wie auch immer. Mhm. Und die dürfen sich in Schüsse reinwerfen, haben ebenfalls 8 Wunden jeweils. Ach. Und solange die am Feld sind, bekommt er noch irgendwelche zusätzlichen Fähigkeiten, die mir auch gerade entfallen sind. Ja, okay, aber das wird ja weggeräumt. Aber wenn das jetzt wirklich so wird, nach dem Motto, jeder Schuss wird dann einfach eine Mortal Wound und geht auf diese Säulen drauf, ja, ist der einfach ein Brett. Wenn er nachher 500 Punkte kostet, ist das okay. Nein, das ist ja eben dieser Punkt. Der kostet nur irgendwas in die 300 Punkte. Gut, aber dass du jetzt Mortarion als Vergleich hast, weiß ich nicht. Ja, ich denke auch. Also oder Gilly? Man? Ja, auch mit seinem. Gut, der ist teurer geworden, ja. Ja, aber ich sag mal, im Verhältnis. Es ist okay. Den kannst du auch nicht angreifen. Den Silent King kannst du ja angreifen. Der hat ja 16 Wunden. Ja, den Mortarion als Beispiel ja auch. Aber ihr merkt, 16 Wunden, da fehlen noch 2 bis zu 18. Deswegen, also das wird wahrscheinlich auch wieder so ein, man konnte ihn ja glaube ich irgendwie auf so ein paar Leak-Bildern von GW sehen, so im Hintergrund, ich glaube das muss der gewesen sein. Es wurde jetzt angezoomt, man kann noch nicht wirklich was erkennen, in dem Video konnte man aber erkennen, das wird so eine cineastische Base. So sieht so ein bisschen aus, als würdest du so ein paar Treppenstufen oder was runtersteigen oder von so einem Thron runtersteigen oder sowas. Also der wird auf jeden Fall größer sein. Der sitzt auf einer Art Thron. Ne? Ja, genau. Ich stehe jetzt mal von so einer Größe aus ungefähr, würde ich so schätzen. Mhm. Die Necrons insgesamt werden ja jetzt rein, wenn ich mir die gesamte Range angucke, die jetzt noch. Cornelius reibt sich schon im Hintergrund die Hände. Also wenn man sich die gesamte Range anguckt, man hat dieses,
dieses geniale Krieg der Welten-Ding, was mich mega interessiert, sieht mega geil aus. Man hat diesen Typen mit seiner Anti-Warp-Klinge, den man auch schon da diesen genialen Sisters und Space Marine-Trailer gesehen hat, gegen den die Sister gekämpft hat am Anfang. Da wurden ja auch schon Werte zugelegt. Genau. Der ist gar nicht so stark, wie ich dachte, aber passend. Ich glaube schon, dass er im Nahkampf ein Brett ist. Und ja, es ist ja auch noch fragwürdig, weil in den Bildern haben wir ja auch gesehen, die konnten ja auch unterschiedlich bewaffnen, also nicht nur mit einer Zweihandwaffe, auch Dual Wield, ja, also ich bin... Ja, aber da wurde, glaube ich, gesagt, das sind einfach nur unterschiedliches Aussehen. Also es wird alles dasselbe Profil sein, die sollen halt nur anders aussehen. Okay. Halt, damit man halt so eine Einheit schön generisch, alle sehen unterschiedlich aus, alle sind so ein bisschen... Ja. Ne? Ja. Aber ich glaube, die sollen alle dieselben Stats kriegen, ich meine, das mal irgendwo gelesen zu haben. Deswegen, aber die Stats waren, glaube ich, auch nicht schlecht. Also irgendwie Stärke 8 oder 7, genau. Irgendwie sowas in die Richtung. Also das wird auf jeden Fall geil aussehen. Aber ich meine, damit ist jetzt auch der nächste große Feind festgelegt. Was ich ziemlich clever finde von GW, weil alle regen sich drüber auf, oh, Abaddon, 13. Kreuzzug, endlich ist Cardia gefallen, ja. Und dann kommt, wir gehen los. Und die halten sich einfach auf diesem Planeten auf. Und im Endeffekt, um es mal zusammenzufassen, alle kommen stärker daraus hervor, aber wirklich Story-Fortschritt gibt es nicht. Die gesamte Community regt sich darüber auf, und was GW macht in diesem Moment, als die Neute angekündigt wurde, dass ich saß einfach lachend vorm PC. Und zwar kann man es eigentlich damit zusammenfassen, ja, wir wissen, was beim 13. Kreuz so passiert ist mit Kaun und so. Aber guck mal, die Necrons! die kommen von der anderen Seite. Aber was ist mit Abaddon? Ja, Abaddon ist auch noch da. Aber die Necrons! Ich hoffe nur, sie verkacken es nicht beim Fluff. Also, ja, das... Weißt du, ja. Du hast ein Buch, wo... Ja. Wir hatten ja die Diskussion über das Psyching Awakening und es gab dieses Thema, dass wieder das Spannungsbogen aufholen. Ich meine, man muss ja immer wieder fairerweise sagen, bei Cardia Falls wusstest du, wo du dran bist. Stimmt. Ja. Bei den anderen Büchern jetzt zum Psychic Awakening harren wir der Dinge, was da kommt. Aber ich sag die, ich glaube tatsächlich... Arcadia ist doch nicht gefallen. Ich sag nur, was du hast. ich bin aber im Grunde genommen bin ich aber völlig bei dir. Ne? Necrons mal auszupacken an der Stelle. Ich vermisse zwar die grünen Plastikstäbchen, die du... Ja, die hatten was. Ja, was Besonderes gewesen. Aber ich will nicht so sehr in der Vergangenheit schwelgen. Ne? Doch, die hatten was. Auf jeden Fall ist es halt eben so, das ist schon ein schöner Gegner, ne? Das kann man nicht anders sagen. Das ist schon geil, ja. Es ist mal was Neues. Außerdem kriegt er jetzt endlich mal eine Xenos-Spezies, mal einen großen Auftritt. Ich meine, wie gesagt, wir wissen noch nichts vom Fluff, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da jetzt auch mal ein bisschen die Tyranniden, glaube ich, ein bisschen mit reingebracht werden, weil der soll ja angeblich irgendwie die Tyranniden ganz besonders hassen. Oh. So war, glaube ich, dem sein Fluff in die Richtung. Ja. Also er will ja wieder sein altes Reich erschaffen, im Grunde genommen, das alte Necron-Reich. Ich muss zwar dazu sagen, ich mag den ganz alten Necron-Fluff lieber. Die sind wirklich grim, dark Fluff. Sci-Fi-Horror hoch 10, ne? Aber... Dass die praktisch nur Maschinen sind, ohne Seele, ohne Genau, Gedanken, wo im Grunde alle nur von diesen uralten Göttern angeführt werden. Das ist dann so ein bisschen Cthulhu-mäßig. Aber ich meine, es ist okay, jetzt haben wir halt Ägypter im Weltall. Es ist in Ordnung. So. Da kriegen sie Titan zurück? Genau. Das ist auch eine Frage. Ja. Ich meine, dafür sind sie ja auch im AOS ausgestorben, die Ägypter. Ne? Die gibt es da ja nicht mehr. Aber, oder ist es dasselbe Universum? Aber ich muss sagen, der Fluff, ich glaube nicht, dass der, wenn ich ehrlich bin, jetzt zur 9. Edition sehr viel weiter geschrieben wird. Ich glaube nämlich, GW hat schon gesagt, okay, wir haben halt diesen Cut gemacht von der 7. zur 8. Da kam auch diese Mini-Endzeit. Ja, man hat es ja schon... damals bei Warhammer Fantasy ausprobiert, da ist es nur ein bisschen nach hinten losgegangen. ein bisschen. Ich finde auch. Ja gut, man hat zum Glück nicht das ganze Universum in die Luft gejagt, aber halt doch einige Veränderungen gebracht mit Beginn der 8. Edition. Ne? Die Primaris wurden neu eingeführt, etc. Die Inari und so weiter und so fort. Aber jetzt ist GW wieder an so einem Punkt, wo erstmal alle Fraktionen wieder irgendwie auf ein Level gebracht werden müssen, wo man irgendwie dann Kodizes rausbringen möchte, wo man wahrscheinlich eher gängige Konflikte behandeln wird. Die Necrons werden jetzt zwar als neuer großer Feind eingeführt, wobei die halt schon immer da waren, ne? Gerade die. Aber
Aber ne, das ist also wahrscheinlich jetzt einfach nur so ein neuer Poster-Feind für die Space Marines. Soll das jetzt so leicht angedeutet sein, so ein bisschen nach dem Motto, grabt in Ägypten nicht zu tief, da könnte was rauskommen, was uns nicht gefällt. Ja. Tomb World, yes. Kaufen sich bestimmt noch Zeit, weil... Du kannst ja nur Battleforge spielen. Du solltest. Ja. Nein, aber das, ich glaube auch, da hast du recht. Das ist schon recht. Wobei ich dazu allerdings auch sagen muss, diese ganzen Einheiten, die jetzt auch wieder von den Primaris rauskommen. Also, ich finde es teilweise geil. Teilweise denke ich mir aber auch nur so, ach, GW. Ja, das ist crazy. Sie sehen ein bisschen aus, teilweise wie die Stormcast Eternals, glaube ich. Im Endeffekt kann ich die aber nicht als meine Space Wars spielen, habe ich mir mal überlegt. Weil hast du die Einheiten mal genau angesehen? Mhm. Die haben alle dieses, hallo, ich bin ein Ultramarine. Mhm. Und du kannst einfach nicht so viel Green Stuff dran klatschen, dass die einfach nicht so dick werden, dass du entweder denkst, die sind fett, oder dass die einfach alles verdecken. Weil überall hängen diese komischen römischen Zipfel runter oder römische Markierungen an den Rüstungen. Also man kann da theoretisch gesehen Umrüstkits rausbringen, wie man will. Du kannst diesen Brustpanzer nicht verändern. Mhm. Ja, ihr versteht, was ich meine. Mhm. Auch diese Schilde von denen, mir gefallen diese Schilde nicht. Für die Ultramarines super. Selbst dafür finde ich es ganz geil. Ja, doch, ich finde es schon ganz geil. Auch diesen Lieutenant, schon wieder ein Lieutenant, mit einem Skelett vorne drauf, finde ich geil. Ja, aber du kannst es einfach weder für Blood Angels noch großartig gut für die Dark Angels, kannst du es vielleicht noch irgendwie ein bisschen kitbashen, keine Ahnung. Für Space Wars und Blood Angels finde ich das aber komplett unpassend. Ja. Und vor allem, was will ich mit denen? Ja, das sind wieder alles ganz normale Fußtruppen. Alle haben vielleicht 5 oder 6 Zoll Bewegungsreichweite. Ich bin Space Wars Spieler, ich bin da vorne. Ja? Du kannst den Storm Shield abbauen bei dem Lieutenant? Ist so ein Jetpack drin oder wie? Ja. Nee, kannst du dann Stormcast Eternal dran kleben. Das sieht bestimmt richtig großartig aus. Aber ich glaube, ganz ehrlich, mich regt es mega auf. Ich muss sagen, ich bin kein Freund von den Primaris. War ich noch nie. Naja. Aber ich verstehe. Das ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Ja. Von der Größe her sind sie super. Ja. Ich bin ja immer noch der Meinung, man hätte die alten Space Marines neu auflegen müssen. Aber Primaris werden jetzt die alten Space Marines alle nach und nach ersetzen. Das ist ja auch klar. Und so gesehen muss man sich jetzt mit diesem neuen Design halt anfreunden, ob man das mag oder nicht. Ja, abwarten. Das ist so eine Spekulation. Ich glaube, es könnte auch darauf hinauslaufen, dass das werden halt alles Veteranen mit irgendwelchen Spezialfähigkeiten. Die Frage ist, ob du sie im Turnierspiel spielen wirst. Oder wir gehen jetzt in Richtung Zweiter Bruderkrieg. Wobei, also was ich schon sehe, also die Veteranen der Deathforge sind ein relativ neuer Bausatz gewesen. Also die kamen Ende der 7. raus. Oder die Blood Angels, ich meine, gut, die gibt es jetzt schon ein bisschen, aber die hatten einen eigenen Bausatz für ihre Fraktion. Die Space Wolves hatten die Crowmen und die Blood Claws, ich glaube, das war ein Bausatz. Das war einer, ja. Aber diese Individualisierung, die es da gab, die gibt es jetzt nicht mehr. Die Frage ist, ob GW wirklich irgendwann sagt, wir bringen jetzt extra primare Space Wolves raus, primare Dark Angels, primare Blood Angels, glaube ich aber irgendwie nicht. Oh, vielleicht aber Upgrade-Kits ja, schon eher. Ich glaube aber schon, dass jede von diesen größeren Fraktionen trotzdem eine Einheit kriegen wird, wie jetzt zum Beispiel die Wolfen oder den Baal Predator. Dass sie halt jeder so eine oder zwei Einheiten kriegen, die halt besonders machen. Weil ich meine, warum solltest du... Aber die hast du ja schon. Die hast du schon. Die habe ich schon, ja. Aber die passen vom Design. Aber primaristechnisch muss da noch was. Doch, die Wolfen passen schon gut rein. Regeltechnisch oder modelltechnisch? Wohl das auch. Ja, die sind schon groß. Der Space Wolf-Spieler. Du hast ja gesehen, wie groß die sind. Die sind so groß. Ja. Die sind größer als die Wolfen. Ja, okay. Die sind ja auch ziemlich neu. Ne? Die sind auch ziemlich neu. Ja, okay. Das sind ja. Das meine ich. Ja. Aber ja, wie sehr würde ich mir einfach so eine Linie wünschen, Primaris, die so ähnlich wie Logan Grimner von so zwei Donnerwölfen auf so einem riesigen Schlitten sitzen, mit so drei Primaris-Nahkämpfern hinten drauf, die auch einfach ranfahren und einfach Keulen verteilen. Mhm. Sowas wäre einfach so typisch Space Wolf. Ne? Die Primaris einfach irgendwie so genutzt, wie die Space Wolves es gerne hätten. Ja, ich sag ja, ich bin ja auch völlig bei dir, das stimmt ja schon alles, ne? Aber ich bin der Meinung, dass das eher so mit einem, wenn du sagst, also weiß ich nicht, ob du es auf so Konzernebene beguckst, ist immer die Frage, ist ein Upgrade-Kit am langen Ende
lukrativer, ja, oder eben nicht. Gucken wir mal. Aber dann macht das ja für dich auch keinen Sinn. Ich kenne jetzt zum Beispiel reine Imperiums-Spieler, die kaufen sich alle möglichen Imperiums-Armeen. Warum solltest du dir dann Blood Angels und Space Wolves zum Beispiel zwei Armeen kaufen, die beide dieselben Primaris-Einheiten haben, die halt nur eine andere Farbe haben? Ja, ja, das machst du ja. Das machst du immer. Ja, aber warum? Also. Und wenn du dann aber diese speziellen unterschiedlichen Einheiten, die halt die Armeen anders machen, ja, nicht hast, das ist klar. Dann überlegst du nochmal, mache ich das? Und das ist halt auch so eine Investition. Bringe ich jetzt einfach eine neue Gussform raus, die mich jetzt vielleicht mal was kostet? Dafür fangen aber neue Spieler, die vielleicht schon eine Space Marines Armee haben, noch eine andere Space Marines Armee an. Also dieser Gedankengang entscheidet sich vielleicht von ein, zwei Sondermodellen, die andere Fraktion hat, die ich aber gerne haben möchte. Ja, aber ich glaube, das geht auch, ich glaube, wir schießen gerade auch ein bisschen aneinander vorbei. Weil im Grunde genommen bin ich ja auch komplett bei dir. Dass das Thema ursprünglich ist, ist ja, dass du eben sagst, nochmal auf die Veteranen zurückzukommen. Ich glaube persönlich, dass du hast das Beispiel mit, den Death Guard, mit der Death Watch gebracht. Das ist ein relativ neuer Bausatz, 7. Edition. Ne? Das Ende. Das ist trotzdem, ich sag ja nur. Das ist auch schon über 2 Jahre. Ja, genau. Und das ist genau das Thema, wo ich halt hin will. Man muss ja auch sagen, die Death Watch hat ja auch primares Zugriff und die haben ihren Zusatzgussrahmen. Also die haben ihr Upgrade-Kit. Das heißt, im Grunde genommen braucht man das wirklich auch nur für Blood Angels, Dark Angels, Space Wolves und so weiter rausbringen. Dann hätten die das auch. Ich glaube auch nicht, dass die extra noch großartig eigenständige Modelle bekommen werden. Das ist aber das, was mir persönlich so ein bisschen fehlt, muss ich gestehen, bei den Primaris. Das ist tatsächlich so ein Einheitspreis so ein bisschen. Die haben halt nur unterschiedliche Farben im Moment. Ja, okay. Da fehlt mir der Charakter der Space Wolves. Wie gesagt, in den Grauman-Modellen und in den Blutklauen, da steckt so viel Flair. Zu viel auch Liebe. In der Sanguinischen Garde zum Beispiel, in der Todeskompanie. Die haben alle eigene Bausätze. Und soll man da jetzt ja einfach nur mit einem Upgrade-Kit alles gegessen haben mit? Oder kriegen die tatsächlich mal eigenständige Sachen noch? Oder nehmen wir die Dark Angels, die haben ihren Ravenwing. Und die haben ihren Deathwing. Und beide Konzepte, also das Biker-Konzept ist veraltet aufgrund der neuen Bikes-Modelle. Ja. Und die Terminatoren sind auch veraltet. Also der Deathwing ist auch veraltet. Das heißt, die haben eigentlich ihren ganzen Flair haben die aus diesen alten Modellen gezogen. Genauso wie die Grey Knights im Übrigen auch, die ja eben als Kern die Terminatoren spielen. Aber Terminatoren, was sind das heutzutage noch für Helden, wenn man daneben Custodes hat, die neuen Adaptus Sororitas, die teilweise größer sind. Da fragt man sich dann doch, kriegen die dann auch alle primarisierte Alternativen? Deswegen, Grey Knights werden auch nochmal so eine eigenständige Sache bleiben, glaube ich. Die haben auch nicht eine große Model Range, muss man sich vielleicht mal angucken. Die haben vielleicht maximal 3 Auswahlen in jeder Sparte. Und das sind dann teilweise auch einfach nur so, ja, das eine ist normaler Dreadnought, das andere ein ehrwürdiger. Aber das soll die Elite der Space Marines sein. Ja, deswegen sehen die auch geiler aus. Den gibt es offiziell noch gar nicht. Und also auf den Fluff da, ich stelle mir am Ende des Tages die Frage, vielleicht ist das auch ein bisschen gemein, weil das ein bisschen in Euro gesprochen ist. Die Primaris ist halt das Gemainstreamte. Und um auf deine Sache einzugehen, in einer Welt voller Monoposen, in der wir aktuell spielen, kann ich mir gut vorstellen, ja, dass es genauso ein Einheitsbrei bleibt und wenn überhaupt durch ein Upgrade geht. Du musst das anders sagen. In einer Welt voller Monoposen gibt es eine Fraktion. Nein, aber das ist ja genau das, was ich an den Grey Knights geil finde. Man hat gesagt, wir geben den Terminatoren, die sehen komplett anders aus, die sehen heftiger aus, die sind noch größer als die anderen Terminatoren. Das heißt, haben aber keinen Zugriff auf Sturmschilde, wohlgemerkt. Brauchen sie nicht. Zufall? Aber ich kann meinen Save verändern, ich kann den Wundwurf vom Gegner verändern, ich kann jetzt sogar den Hitwurf vom Gegner verändern. Also ich brauche keinen Sturmschild. Nein, aber wie gesagt, deswegen bin ich halt eben bei dem Thema mit den Veteranenfiguren. Ich glaube tatsächlich für die narrativen Spiele, für, ich sag mal, die sagen, ich bin bei Bier und Brezel dabei, die werden auch nach wie vor ihre Space Marines spielen. Das ist auch völlig in Ordnung und richtig so. Ne? Und auch diese entsprechend, ich sag mal, individualisierten.
Ich glaube nur, dass wenn du jetzt als Neuankömmling in dem Spiel anstartest, dann holst du dir nur noch diese Spezialeinheiten. Dann holst du dir nur noch. Ich weiß, was du meinst. Deathwing, wie als auch. Das ist schon einfach schade, weil auch eine tolle Armee früher war. Und ja, der Maßstab passt leider dann auch nicht mehr so ganz. Das heißt, man muss, und deshalb hoffe ich ja auch so ein bisschen, dass diese Spezialeinheiten irgendwann auch geupdatet werden. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, wenn man bedenkt, dass die ganzen Charaktermodelle nach und nach primarisiert werden, dass auch irgendwann Einheiten kommen. Ja. Muss man halt noch warten. Genau. Wobei ich jetzt allerdings auch Minimum ein, zwei Leute kenne, die sich sagen, wenn meine Classic Marines aussterben, höre ich auf mit 40k und gehe nach 30k. Das haben die mir damals mal ins Gesicht gesagt. Dann werden wir nicht mehr gegeneinander spielen, weil dann habe ich keinen Bock mehr. Und auch da ist die Frage, spielen wir aus 30k, ob das so bestehen bleibt. Ob Forge World mit der Range, ich sag mal, eine Expanse 7th Edition haben sie ja im Grunde genommen, ja, ob das auch nicht nochmal eine Regelveränderung mit sich bringt, weil halt eben alles so, ja. Da wird es allerdings keine Primaris geben. Das steht schon mal fest. Das stimmt. so ein Proto-Primaris, der so 32.000 aus seinem Tank kriecht. Ne? Nee, aber das weiß ich nicht. Irgendwie, da fehlt mir einfach bei diesen besonderen Armeen, da fehlt mir immer noch irgendwas. Ja, da fehlt mir immer noch irgendwas. Und da kann ich meinen Redemptor Dreadnought, wie ich möchte, verwulfen. Irgendwas fehlt mir da. Ich spiele einfach keine Primaris. Ich hätte der Forge. Puff. Wobei es bei denen echt stark ist, ne? Ja. Das ist bei denen super stark. Aber gut, anderes Thema. Ja. Wenn wir jetzt nochmal zurück zum Fluff gehen und Necrons wirklich zurückkommen, was denkt ihr, wird passieren? Also rein Fluff-technisch. Ich meine, was bringen die? Wir bauen ja irgendwann jetzt die Psychic Awakening hat ja nicht wirklich irgendwas gemacht. Ja? Also wir brauchen jetzt eigentlich mal so einen Push nach vorne in Sachen Story. Und das muss ja jetzt irgendwann mal kommen. Gut, ich meine, nimmst du die alten Schlacht um McCready Bücher, Reihe, Spielkiste, wo die Tyranniden, ein Xenowasser, die auch tatsächlich ihr Highlight hatte, zumindest mit dieser Kiste, kann ich mir halt vorstellen, dass es leider ähnlich verkacken. Sorry for that. Dass sie sagen, wir erheben Necrons aus dem Schlaf und ja, wollen das Imperium überfallen. Das ist halt leider die Angst, die halt ist. Und weiß nicht, was man machen könnte, ist, wo ich ganz fest von überzeugt bin, jetzt hat man über zwei Editionen lang keine Zetanen gesehen. Ich sag das Wort so gerne. Was wäre es mega, wenn sie sagen, okay, wir wollen gar nicht das Imperium unterwerfen, sondern wir holen uns die Götter zurück, um unser Reich auf diesen aufzubauen. Das hat einer soll ja rauskommen, ne? Ja. Ja, also. Oh, sorry, habe ich nicht gewusst. Also, soweit ich weiß, ist auf dem großen Bild einer geleakt. Das könnte der Drache sein. Ja. Aber sehr wahrscheinlich wird ein Splitter rauskommen, ein neuer Gottsplitter. Das sah man schon, das ist ein neues Modell, das auch mit auf diesem großen. Ach, das war der so ein bisschen aussah wie der. Aber sehr wahrscheinlich. Ich nehme auch an, dass es darauf hinausläuft. Ja, dann kommt wieder Bobby G und haut den stillen König ins Gesicht und dann ist erstmal wieder still im Karton. Oh, da ein anderer Grimma. Für die nächsten 10.000 Jahre. Anderer Primarch, der mal so ein bisschen auf die Kacke haut. Ja, wie gesagt, ich fürchte halt, dass der Fluff gar nicht so viel weitergeschrieben wird jetzt. Das wird jetzt hier irgendwie dieser Clash werden zwischen Necrons und Ultramarines. Ja. Und natürlich kann sein, dass der Fluff der anderen Fraktionen auch mit kommenden Kodizes dann ein bisschen erweitert wird. Wer weiß. Naja, ich meine, gab es nicht irgendwo mal in der 8. Edition in dem Codex Dark Angels, dass irgendwie Lionel in seiner dunklen, gruseligen Kammer seine Augen aufgemacht hat oder irgendwas? Stand da nicht irgendwas im Codex? Ich weiß es nicht. Tut mir leid, wenn ich den Dark Angels spiele, dann jetzt irgendwas in die Codice schreibe, was nicht stimmt, aber. Ich glaube, in spätestens 15 Jahren haben wir alle Primarchen wieder zurück. Und 15, das ist auch ein schönes Zeitfenster. Ja, ich denke mal schon. So, wenn ich so GWs Entwicklungen mir anschaue, dann ja. Drei haben wir ja schon, ne? Oder waren es vier? Ne, drei. Magnus, Mortarion und Bobby G. Fehlen also nur noch 15. Oder? Ja, 15. Ich, wie gesagt,
Also jedes Jahr einer, dann passt das wirklich gar nicht. Oh, das wäre schon geil. Nee, ich glaube wirklich, dass wenn das wirklich passieren würde, Lionel Johnson und Leamon Ross gleichzeitig rauskommen. Kannst du die ritualen Gefechte vor dem Spiel, kannst du die zwei direkt davor hinstellen und kannst dich gegenseitig auf die Mütze geben. Das Strategien gibt es, ne? Ja, okay. Das Strategien gibt es. Wenn du die beiden mischst, kannst du dieses Strategien einsetzen. Dann kämpfen zwei Trupps gegeneinander und beide Trupps bekommen dann zwar auch den Schaden vom anderen, bekommen dann aber jeder plus eins Stärke und plus eine Attacke für den gesamten Trupp. Nehmen wir das jetzt einfach mal. Das ist schon ziemlich geil. Das ist schon ziemlich geil. Ja, aber im Grunde genommen, ja, ich fürchte nämlich auch, dass da nicht großartig was kommen wird. Also Necrons werden kommen, Ultramarines werden kommen, Ultramarines hauen Necrons, das war's. Ja, ich glaube, was wieder viel am Leben halten wird, ist, dass man halt eben als im Grunde genommen wieder so das Thema hat, man kann sich so ein bisschen einmischen in das Ganze, dadurch, dass halt eben durch so Sachen wie Chapter Approved halt eben da sind. Was ich mir wünschen würde, fluffmäßig cool unterwegs zu sein, das hat der Dominik im letzten Talk schon mal angedeutet gehabt, was wäre eigentlich, wenn ich meinen alten Gutskull spiele und dann meinen neuen Gutskull, also Gutskull V1, V2, warum nicht auch sowas auf eine andere Ebene bringen mit besonderen Charaktermodellen, fände ich total wahnsinnig gut, weil du dann halt eben Listen halt eben auch um Standard Space Marines scharen kannst, ja, weil du halt so viele Optionen halt hättest, macht es auf einmal Sinn, Veteranentrupp zu spielen. Wie gesagt, fluffmäßig, ich glaube, da blasen wir aktuell wie immer in Einhorn. Ja. Aber was für Optionen da sind für den Fluff, boah, wahnsinnig viele. Am coolsten ist, wenn man sich seinen eigenen Fluff erzählt. Auch eine schöne Überleitung, denn ich würde jetzt gerne noch das allerletzte Thema ansprechen in dem Warp Talk: das Crusade-System. Oh ja. Das Crusade-System. Oh, also, ich glaube, da werden wir eine Menge Spaß mit haben. Ja. Habe ich so das Gefühl. Also, Crusade. GW hat ja angekündigt, das soll ein ganz eigenes erzählerisches Element sein, was halt so ein bisschen darauf auszielt, eine Geschichte zu erzählen, die vorher vielleicht sogar geschrieben worden ist. Mhm. Charaktere werden besondere Relikte bekommen, die halt nur im Laufe dieser Kampagne zu erhalten sind. Mhm. Also die werden nicht im kompetitiven Bereich auftauchen. Mhm. Es werden sich die Stats von den einzelnen Einheiten verändern können, wenn sie zum Beispiel verwundet sind, dass sie ein Zoll weniger laufen. Es wird möglich sein, Charaktere oder besondere Helden in Dreadnoughts zu stecken und die dann weiter zu benutzen. Das wird schon ziemlich geil werden, ja, glaube ich. Ja. Und das Ganze soll, glaube ich, ein bisschen so mehr nicht nach Punkten laufen, sondern nach, wie nennt sich diese anderen PowerPoints? PowerPoints, genau. Ja. Man spielt die so selten. Ja. Die sollen nämlich deswegen extra für dieses System auch nochmal angepasst werden, sodass die dann wirklich für die Einheiten passend sind. Ja. Finde ich ziemlich gut. Ja. Mhm. Ja. Ist schon ziemlich cool. Soll sehr umfangreich werden, habe ich gehört. Ja, aber weißt du was? Das finde ich sehr gut. Absolut. Ich erinnere dich an die Blutlande-Kampagne, Blutlande in Düsseldorf. Mega. Also, ja. Wie ist die denn nochmal, Cordy? Du weißt das doch. Gute Frage. Ja. Du musst die Cordy doch nichts wie Fluff fragen. Nein. Es ging mal in Düsterland. Ja, das war auf jeden Fall irgendwie Blut. Deswegen noch was in den Düsterland. Bei AOS gibt es das ja auch in dieser Art. Du hast eine Warband, da würfelst du aus, welche Einheiten du bekommst. Mit diesen Einheiten musst du spielen. Ja. Und dann, wenn du gewinnst, bekommst du weitere Einheiten oder ein Relikt oder sonst was. So, ich denke, dieses System, wie schon so oft, wurde in AOS getestet, wird nach 40k implementiert und kann somit genutzt werden. So in dieser Art. Ja, okay, ja? Verstehe. So natürlich auf 40k angepasst. Ja, klar. Fände ich richtig, richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch schon so viele schöne Kampagnenideen, die wir hoffentlich umsetzen können. Also das wird schon ziemlich geil werden. Ja, und ich glaube, dann ist auch dieses Crusade-Thema einfach eine mega Geschichte. Ja, da kommt dann hinzu, dass so, ihr müsst das Ganze, das umfasst ja auch, dass du Spielfeldgrößen anpassen musst. Das umfasst so viel und ich glaube, das wird der absolute Kracher. Das wird super. Und das werdet ihr bei uns hier im Channel mitkriegen. Oh ja, wir haben schon ein paar Ideen. Wenn ihr so vielleicht hier und da so einen kleinen Leak haben wollt, dann könnt ihr ja einen Kommentar lassen. Wie auch immer. Aber
wirklich, also das ist halt dieses Element, was mir bei 40k die ganze Zeit gefehlt hat. Und ich habe eine Menge Kampagnen mitgespielt, wo Systeme in dieser Art von den Leitern dieser Kampagnen selbst geschrieben worden sind. Und das hörte sich halt so, als ich das gelesen habe, so nach dem Motto, Julian hat doch neulich mal, und ich habe mir die Regel durchgelesen, okay, geil. Das war so meine Reaktion. Finde ich gut. Also was ich auch gehört habe, wo ich weiß, noch nicht so genau weiß, ob das so toll ist. Ich habe gehört, man kann Einheiten, die man dann in Crusade sich erstellt, auch in regulären Spielen benutzen. Dadurch kriegt aber der Gegner gewisse Benefits. Ich glaube nicht, dass das im Großen und Ganzen gemacht wird. Also ich glaube, nicht im Turnierformat. Oder ist natürlich, oder ist es eine nette Möglichkeit, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt hier, ich habe meine Geschichte und irgendwie habe ich aber Lust, dass die auch mal noch eine andere Geschichte nebenher machen oder was anderes erzählen, ja. Und dann will ich die einfach auch mal in einem anderen Spiel testen. Ja. Und dann kann man das machen. Ne? Da spricht man sich gegenseitig ab vorher. Ja. Wobei ich mir da aber auch vorstellen könnte, Entschuldigung, dass ich da reingrätsche, dass man vielleicht sagt, dass der Spieleladen des Vertrauens dann einfach sagt, ich mache jetzt eine große Kampagne, baue eine große Map auf, wo dann vielleicht verschiedene Teile eines Planeten gekennzeichnet sind und man kann sich dann die anderen Teile des Planeten sozusagen erobern. Ja. So in einer großen, mehreren Wochen oder Monate umfassenden Kampagne. Dawn of War. Der Spieleladen, den ich meine, weiß Bescheid. Ding. Aber sowas fände ich zum Beispiel auch richtig, richtig geil. Ja, gut. Also Fluff ist super kompetitiv, Spieler wie Corny wird das wahrscheinlich eher weniger interessieren. Aber Fluff-Spieler wie mich, der jetzt auch schon zweimal an Turnieren teilgenommen hat, wo ich mir einfach dachte, hab keinen Bock mehr. Ja. Also das sind einfach für mich... Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich spiele gern gegen Corny. Oh ja, ich spiele auch gern gegen Leviathane. Nee, aber das ich mag es halt einfach, wenn man eine schön gemischte Liste hat. Ja, das ist so. Ja, du hast ist so. Da, ich kann das auch verstehen. Ne? Die Leviathane damals... Ich habe die platt gemacht. Ja, Entschuldigung, von den 4 Laserkanonen hat eine getroffen, die wurde gesaved. Ich gebe es zu. Gut. Ja, da haben wir übrigens auch noch einen kleinen Zusatz, weil was Missionen und Punkte angeht, da hatten wir noch einen Punkt, glaube ich, noch nicht erwähnt, was jetzt auch vielleicht nochmal fürs Turnierspiel interessant sein könnte. Secondaries. Ja. Oh ja. Und zwar hat sich GW ein bisschen anscheinend an den ITC-Regeln orientiert. Mhm. Denn dementsprechend gibt es ja Primärziele und es gibt auch Sekundärziele. Mhm. Bei GW waren die aber bislang immer festgelegt. Also du hattest in der Regel deine 3 Sekundärziele. Ja. Durchbruch, töte den Kriegsherr und First Strike. Ja. Mhm. Jetzt darf man die selber picken. Und das Schöne daran ist ja, es gibt ja nicht nur angepasst an die Spielgröße Missionen, sondern du kannst jetzt im Grunde auch an deine Armee, die du spielst, deine Secondaries anpassen. Nice. Das heißt also, man kann im Grunde genommen die Schwächen, die die Armee mit sich bringt, durch die Secondaries wieder ausgleichen. Und das ist eine tolle Sache. Ne? Also für mich war das nämlich auch immer ein bisschen so... Also ich hatte einmal Aspenica gespielt mit dem Corny auf dem Turnier und ich muss sagen, ich war begeistert davon, weil da konnte man eben auch seine Ziele picken. Das ist am Anfang ein bisschen komplexer, aber im Endeffekt sorgt das dafür, dass man dann natürlich ein super, super taktisches, strategisches Spiel spielen kann. Man überlegt sich erst seine Strategie und dann kann man entsprechend agieren. Und so ist man einfach ein bisschen freier, auch in der Armee-Auswahl. Ich würde mal sagen... Der Release-Termin ist, was wurde gesagt? 25. Juli. Mal gucken, was GW noch in den nächsten Tagen so an Regeln rausbringt. In den nächsten Wochen sollen ja auch noch ein paar andere Regeln kommen. Ich denke mal, zu Fliegern wird noch was kommen. Ich denke mal, vielleicht Blastwaffen werden vielleicht auch noch mal angesprochen. Ja. Wir haben ja Dinge, die da noch in der Leitung sind. Und würden einfach mal sagen, wenn wir noch weiter diskutieren wollen, machen wir das in den Kommentaren. Ne? Wie immer. Abonniert uns. Abonnieren, yay! Haut die Glocke stärker als an Ostern. Und damit sagen wir, macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.